können das auch wieder mit Karteikarten machen oder machen das so oder mit diesem schönen Flipcharts. Und dann machen wir mit Mittag und anschließend würde ich vorschlagen, dass wir im zweiten Teil uns erstmal um die Anträge kümmern, die vielleicht auf kommunaler Ebene schon gestellt worden sind in diesem Gebiet. Wir können auch gerne den gesamten Bereich ÖPNV und Verkehr, also nicht nur ÖPNV, sondern auch Verkehrspolitik mit dazu nehmen. Ich bin natürlich auch Ansprechpartner für euch, für Stadtentwicklung, für Bauen, für Wohnen, für den Wohnungsmarkt und auch für Hochschulen und Forschung in der Fraktion, in der Landtagsfraktion. Insofern antworte ich da natürlich auch Fragen. Ich würde allerdings sagen, oder beziehungsweise das können wir auch behandeln, wobei ich sagen würde, Hochschule und Forschung sollten wir vielleicht irgendwie beim Mittagessen oder beim oder nach diesem Slot machen. Das gehört natürlich hier nicht so richtig hin. Und ganz am Ende würde ich gerne eine Brainstorming-Runde machen. Hab da auch was zu mitgebracht zu der Sache, was können wir denn gemeinsam, vielleicht ergibt sich ja auch was aus den Gesprächen jetzt schon vorab, also während des Slots, was können wir denn gemeinsam auf die Wege bringen? Wo können denn zum Beispiel kommunale Vertreter zusammenarbeiten, bei was für Anträgen oder was für Initiativen und wo kann auch die Landtagsfraktion an der Stelle mithelfen oder mit ihren Ressourcen beisteuern. Das machen wir dann sozusagen zum Abschluss und wir haben ja auch nach hinten ein bisschen Luft, wenn wir dann nochmal konkret darüber sprechen müssen, dann hätten wir ja bis 14.30 Uhr sogar Zeit. Ich würde ansonsten sagen, dass wir um 14 Uhr auf jeden Fall damit durch sind, damit wir, weil wir wollen das ja präsentieren, was wir gemacht haben, dann noch irgendwie so ein Flipchart oder sowas vorbereiten für gleich die Präsentation und wir ansonsten noch Einzelfragen beantworten können. So, jetzt habe ich aber alles gesagt, was ich eigentlich ohne Beamer sagen wollte oder könnte und hoffe, dass wir den jetzt gleich in Gang kriegen. Ich hätte gerne eine Wunschrunde zur Überbrückung, also was wir erwarten in zwei Sätzen vielleicht von jedem Einzelnen. Das ist immer ganz praktisch. Machen wir das am besten. Genau, ich hätte jetzt Vortrag vorangeschoben, aber das ist natürlich eine sinnvolle Sache. Dann fangen. Was? Echt kurz fassen dabei. Ich nehm hier diesen schönen Flipchart und werde es auch mal aufschreiben. Wir haben genug Papier, denke ich, hier drauf. Und dann hat einer für mich einen von diesen Eddings, die etwas dünner sind. Dankeschön. Ich fange auch gerne an. Und. Dann fang an und gib dann weiter. Ich wünsche mir mehr ein Mobilitätskonzept als jetzt ein ausschließliches Eingehen auf den ÖPNV. Ich denke, es sind ein paar Leute mit Auto gekommen hier. Essen ist eine sehr autofreundliche Stadt. Und das Die Nutzung von Autos wird sich massiv ändern, hat sich auch schon massiv geändert. Deswegen ist ein Mobilitätskonzept für uns eigentlich wichtiger als ein Ausbaukonzept für ÖPNV. Zumal wir unter finanziellen Gesichtspunkten sehr stark Probleme haben in Essen. Okay, einfach mal weiter durch. Ja, ich hätte gerne ein bezahlbares Sozialticket. Wirklich den Namen Sozialticket verdient und nicht das Volk wegen momentan auf dem Markt ist. Haben wir eine Fernbedienung bekommen? Nee. Weiter. Ich hätte gerne zum Mobilitätskonzept hätte ich gerne Zahlen, wie der Autoverkehr in den Cities subventioniert wird. Weil wenn ich mir angucke, wie günstig das Parken in der Stadt ist, ist das für mich ein Zeichen, dass Autoverkehr massiv bezuschusst wird. Ja, weitergeben oder gehen wir in die Richtung?
Ja, bei mir Sozialticket ist auch. Ich mache dann hier so zwei Striche. Vielleicht zieht jemand an, der als nächstes redet. Ja. Ja, vielleicht mal übersichtliche Tarifoptionen für ÖPNV, dass das nicht in so einem Chaos endet mit 20.000 extra Tarifen, sondern das einfach mal schlicht und einfach und klar erkennbar wird. Ja? Tarifeinheit klingt schon ganz gut. Ich schreibe auch Tarifeinheit hinter. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, ich leide noch ein bisschen unter Erkältungsnachwirkungen mit meinen Ohren, aber ich krieg's momentan, glaube ich, ganz gut hin. Im Moment darf ich ja im VRR eigentlich auch in den meisten Straßenbahnen mein Fahrrad mitnehmen. Das ist aber in ganz vielen Orten unmöglich. Also eigentlich finde ich ein gutes Mischkonzept wichtig. Also dass ich für längere Strecken dann halt auch den ÖPNV. Multimodales Konzept. Yeah. Ja, auch eher, bei mir geht es eher nicht um die Finanzierung des ÖPNV, also nicht gar nicht. Dann schreibe ich hier Finanzierung hin. ÖPNV im ländlichen Raum. Das sind auch aus Fahren neigen dazu, wenn wir über Nahverkehr reden, wir reden über VRR und das restliche Land fällt dann eben hinten runter. Dabei findet eigentlich von der Fläche her mehr außenrum statt. Semesterticket. Jo. Dann gehen wir erstmal ganz da hinten hin nochmal. Habe ich gerade vergessen. Innerhalb der Tarifvergabe eine Tariftreue, dass die Busfahrer nach dem Mindestlohn bezahlt werden. Also ich wollte hier... Ja. Auch noch was zur Finanzierung, und zwar bezogen auf, wenn man jetzt irgendwas werben möchte, also eine Attraktivitätssteigerung machen kann, wie man Maßnahmen innerhalb des Finanzierungsrahmens umsetzt. Das heißt also nicht gleich für alle, sondern jetzt für eine Kommune gedacht, da ist ein Klientel, das möchte ich nach vorne bringen, was für Möglichkeiten habe ich denn da? Das hat ja was mit der Finanzierung zu tun und Verboten, die da ausgeschrieben werden, die durch die Finanzierung kommen. Hier geht es auch um den, nicht nur den ÖPNV, sondern Mobilitätskonzepte für den ländlichen Raum, weil nämlich tatsächlich ländlicher Raum große Flächen. Welche Zukunft hat er eigentlich noch der ÖPNV aus der finanziellen Sicht heraus? Also beziehungsweise welche Mobilitätskonzepte können in dieser Richtung entwickelt werden, damit Mobilität erhalten bleibt? Gut, dann sind wir jetzt fast durch. Also ich muss ehrlich zugeben, ich bin eigentlich hier, um mich grundsätzlich erstmal auf einen gewissen Stand zu bringen. Also kein bestimmtes Thema. So, und Dieter noch zum Abschluss. Genau, also multimodale Konzepte, das würde mich auch interessieren. Weil genau das mit dem ländlichen Raum ist ja genau der Punkt, dass man da immer so nicht schon zu anstößt. Das soll hier übrigens multimodal heißen, das kleine hier. Und grün habe ich hier eigentlich Sozialticket nur gemacht, weil ich eigentlich abwechseln wollte, aber der Stift ist scheiße. Und jetzt noch aus Krefeld. Genau. Multimodal, Sozialticket, Semesterticket, ländlicher Raum. Ich dachte, das war ein Vorschlag, keine Abstimmung. Nein. Das sind meine Themen. Na gut. Konkret zum ländlichen Raum. Krefeld möchte gerne ein Regionalkonzept für den linken Niederrhein anschieben im Laufe der nächsten Zeit. Das ist dann der konkrete Hintergrund für unseren ländlichen Raum. Ich habe deshalb da Striche gemacht, damit wir wissen, so, es soll keine Abstimmung sein, sondern damit wir wissen, oh, das ist aber ein Thema, was sehr viele interessiert. Stimmt hier hinten noch die Ecke. Mich würde auch interessieren, Jobticket. Ja. Und ÖPNV stärken und fahrscheinlosen ÖPNV thematisieren, wenn man ihn nicht fordern kann. Aber wie kann man ihn aufs Tablett bringen? Wie kann man ihn thematisieren? Christian noch. Ich glaube, du warst am Anfang. Ich rechts desjenigen, der angefangen hat. Mach mal über ein paar Häkchen hin. Nee, ist okay. Überall? Okay. Ja, bringt er auch nicht. Gut. Ich hätte jetzt noch eine Idee. Die elektronischen Tickets, die jetzt gelegentlich eingeführt werden, die bringen interessante Probleme mit sich. Ja. Der fahrscheinlose ÖPNV, also. Nein. Also. Ja. Also gut, E-Tickets.
haben wir noch drauf geschrieben. Alles klar. Dann wissen wir, was so ansteht. Wir werden jetzt dann darauf eingehen können, wenn erstens im Vortrag, wenn wir zufällig an der Stelle sind, und anschließend auf jeden Fall zu den Punkten noch was sagen, wenn sie dann damit nicht abgehandelt werden. Gut, wir sind ja sozusagen in die Politik eingestiegen in Nordrhein-Westfalen an diesem einen Tag hier, als wir in den Landtag kamen. Da hatten wir, gut, wir hatten vorher schon zwei kommunale Mandate. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten wir sogar schon noch ein paar Übertritte. Insofern sogar ein paar mehr als zwei. Da sind wir dann richtig in Nordrhein-Westfalen eingestiegen. Und wo wir noch eingestiegen sind, allerdings kurz nach diesem Bild, ist in den Bus. Nämlich alle Landtagsmandatsträger, zukünftigen Mandatsträger an der Stelle, sind dann erstmal mit dem Linienbus gefahren, so als Zeichen, okay, wir haben den ÖPNV auf unserer Agenda. Insofern ist das ja auch ein wichtiges Thema für uns Piraten. Und das sieht man auch, wenn man jetzt, und da seid ihr ja teilweise auch drin, in diesem Open-Antragsportal, das sieht man auch, wenn man nach Open-Antrag geht, dass Verkehr, das sind ja vor allem auch kommunale Anträge drin hier, dass Verkehr einen sehr großen Raum einnimmt. Noch vor Bildung und Datenschutz bei Vorschlägen, die gemacht werden. Und bei Dingen ist richtig. Deshalb, das zeigt schon, dass natürlich die Richtung Mobilitätskonzept oder dass man in der Stadt natürlich nicht nur mit ÖPNV konfrontiert wird, richtig ist. Ich mache jetzt, wie gesagt, das besonders Fachliche macht gleich Gregor. Ich mache jetzt ein bisschen den politischen Übergriff. Um so zu zeigen, was im Land was im Land gerade irgendwie Thema ist. Ich habe am Anfang gesagt, wir haben ja diese Enquete-Kommission ÖPNV eingebracht. Es gab aber bereits andere Kommissionen, nämlich sozusagen eine ÖPNV-Zukunftskommission in NRW, die sich mit dem ÖPNV im Land beschäftigt hat. Ich empfehle das, zumindest die Kurzversion, sich durchaus mal anzugucken. Die ist auch gut zu lesen, da sind schöne Grafiken drin und sowas. Einfach um Eindruck zu bekommen, was könnte man denn verlangen oder wo könnte man denn darauf hinweisen vor Ort, wenn es heißt, ja, für den ÖPNV, aber ist ja irgendwie kein Geld da oder da können wir nichts machen. Weil diese ÖPNV-Zukunftskommission, die für die Landesregierung diese Bericht erstellt hat, hat nämlich Folgendes, nehmen wir die nächste Folie, entwickelt. Sie hat folgende Aussagen getroffen: Sicherheit von Mobilität kann künftig nur durch eine Ausweitung des ÖPNV erreicht werden. Also das widerspricht ja eigentlich dem, was man so vor Ort wahrscheinlich erlebt, vor allem im ländlichen Raum. Nur so sind gleichzeitig Klima- und Umweltschutzziele, wirtschaftliche Ziele und soziale Ziele zu erfüllen und in Einklang mit den finanziellen Möglichkeiten zu bringen. Das ist wichtig, nämlich langfristig ist der ÖPNV ja eigentlich nicht teurer, als wenn man Straßen ausbaut. Sorgt auch dafür, dass zukünftige Haushalte entsprechend belastbar sind. Voraussetzung ist ein attraktiver ÖPNV. Wir werden auch gleich noch dazu kommen, dass der ÖPNV sehr deutlich zu sehen ist, dass die Nachfrage das Angebot bestimmt, aber das Angebot auch die Nachfrage. Und wenn man einmal an einer Schraube dreht, hat man entweder eine Abwärts- oder eine Aufwärtsbewegung. Und die ÖPNV-Zukunftskommission, ja, die jetzt tatsächlich so offiziellen Status von der Landesregierung eingesetzt hat, hat gesagt, 50-100%ige Steigerung der ÖPNV-Leistung, ÖPNV-Verkehrsleistung brauchen wir eigentlich. Und dazu braucht es eine klare politische Priorisierung des ÖPNV. Weil halt umweltfreundlicher öffentlicher Verkehr, Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen und Einkommensschichten und Entfernungsklassenräume schaffen kann. So, wir wissen jetzt nicht genau, wie die Zukunft aussieht im Verkehr. Wir haben schon gesehen, Mobilitätskonzepte können total unterschiedlich aussehen. Damit beschäftigen wir uns auch im Landtag und damit
ist, solltet ihr euch auch natürlich auch vor Ort beschäftigen. Natürlich gibt es eine große Entwicklung im Verkehrsbereich, gerade vor allem durch die Digitalisierung. Und da gibt es natürlich diese multimodalen Systeme, dass man verschiedene Verkehrsträger vernetzt und benutzen kann und auch so benutzen kann, dass man im Grunde vorher gar nicht plant, wobei das die meisten auch nicht machen, gar nicht plant, wie man von A nach B kommt, sondern ja, mal guckt hier, haha, App sagt, okay, jetzt gleich Zug nehmen, dann Live-Fahrrad, dann Carsharing, dann das Taxi, dann die S-Bahn und dann den Bus, ist in der Praxis vielleicht ein bisschen umständlich, aber so nach der Art. Und da gibt es natürlich verschiedenste Konzepte, die auch in einigen Städten, in Hamburg gibt es so multimodale Stationen und sowas, errichtet werden. Also wir wissen nicht, in welche Richtung das geht, was autonomes Fahren, wo wir einen Antrag im März im Plenum haben, dazu gleich noch, sich auswirkt und so weiter und so fort. Mobilität ändert sich, aber für uns, zumindest als Piraten, die im Landtag sind, ist das der ÖPNV zentrales Element eigentlich fast aller Zukunftsszenarien. Denn wir müssen ja sozusagen an alle Menschen denken, dass alle Menschen mobil sind und wir müssen auch an andere politische Ziele wie Klimaschutz und Umweltschutz denken und daran, dass die die Verkehrsinfrastruktur auch in Zukunft funktioniert. Denn so wie die Verkehrsinfrastruktur derzeit funktioniert sie ja leider nicht. Das sehen wir daran, dass wir jetzt dauernd die Meldung haben, marode Brücken, marode Verkehrsinfrastruktur. Man hat halt lange Verkehrspolitik so gemacht, dass man vor allem die Straße immer weiter ausgebaut hat und sich noch nicht mal um Instandhaltungsrücklagen gebildet hat. Das heißt, so wie man jetzt geplant hat in den letzten Jahrzehnten, kann man natürlich nicht weitermachen. Die Frage ist nur, wie macht man weiter und nutzt man nicht die Gelegenheit des digitalen Wandels, die Gelegenheit, ja, oder die, das Problem, dass man jetzt eine marode Infrastruktur hat und den Wandel im Mobilitätssektor generell, da steht einiges an, nicht dazu, dass man auch in der Verkehrspolitik ein bisschen was ändert. Und selbst wenn der ÖPNV nicht alles leisten kann, muss man auch beim Passagierverkehr oder beim Nahverkehr an den ÖPNV als zentrales Element denken, den einplanen. Und was Güterverkehr betrifft, anderes Thema, es betrifft jetzt wahrscheinlich nur manche Städte, ist natürlich auch wichtig zu schauen, wie kann man die Güter denn von der Straße holen. Ich weiß, das könnte natürlich ein Krefeld-Thema sein, da soll ein Container-Terminal entstehen und in Duisburg und vor allem am Rhein entlang ist das natürlich ein Thema. Gut, wir kommen gleich noch näher zur Finanzierung auf kommunaler Ebene, aber ich sage einfach mal, was diese Kommission gesagt hat, wie man denn jetzt das überhaupt finanzieren kann. Sie hat Infrastrukturfonds aufgeworfen, die man einrichten sollte. Und zwar könnten dort Einnahmen aus der Energiesteuer reinfließen, also Mineralölsteuer. Es könnte eine Ausweitung der Lkw-Maut geben. Oder es könnte der Solidaritätszuschlag in einen Infrastrukturzuschlag umgewandelt werden. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt vom Tisch ist. Und die Pkw-Maut war zu dem Zeitpunkt übrigens noch kein Thema. Das war kurz vor der Bundestagswahl. Und die Instrumente im Land NRW könnten sein: eine Nahverkehrsabgabe, differenzierte Grundsteuer, Parkraum- und Stellplatzbewirtschaftung. Darauf kommen wir gleich noch zurück. Und natürlich weist diese Kommission auch hin, dass wir große Kosten generell im Bereich des Verkehrs haben, also vor allem natürlich auch durch den Autoverkehr, die natürlich momentan in viele Berechnungen gar nicht einfließen. Also wenn es um Umweltkosten geht, Gesundheitskosten und so weiter und so fort. Ohnehin ist es sehr problematisch. Ich glaube, hier steht ja auch irgendwo Zahlen, Subventionen, Autoverkehr, City, das kriegt man vielleicht noch irgendwie raus. Aber es ist sehr problematisch, gerade was die kommunalen Straßenkosten oder überhaupt die Kosten für Verkehrsinfrastruktur angeht, überhaupt darzustellen, weil aus allen Ecken des Haushaltes fließt irgendwo was in den Bereich des kommunalen Straßenverkehrs.
es ist sehr schwierig, da überhaupt einen Überblick zu gewinnen. Bei ÖPNV an sich, wenn man nur den öffentlichen Personennahverkehr sieht, ist es einfacher. Da muss man nur weit weniger zusammenrechnen. Wir werden trotzdem sehen, dass das ziemlich kompliziert ist. Ja, gut, wir müssen die indirekten Kosten natürlich berücksichtigen, wenn wir uns, über generelle Kosten im Verkehr damit auseinandersetzen. Klimaschutz, habe ich schon gesagt, und Gesundheitskosten. Dazu kommt natürlich der Flächenverbrauch. Verkehrsflächen sind in der Stadt natürlich und in den Gemeinden natürlich überall sehr dominierend. Das, was früher vielleicht mal der öffentliche Raum war, also wo man im Grunde zwischen den Häusern, zwischen dem, was Privateigentum war, einen öffentlichen Raum hatte, ist jetzt fast alles Verkehrsfläche. Es ist natürlich auch erstrebenswert, daraus Flächen zu machen, die der Lebensqualität in den Städten ein bisschen mehr entgegenkommt. Wenn man eine Anwohnerstraße sieht, die voller Autos ist, dann weiß man, warum kleine Kinder nur Autos kennen, wenn sie rausgehen, weil sie sehen nichts anderes. Ja, und wir müssen uns natürlich immer, wenn es um neue Bauten geht, um Instandhaltung kümmern und gucken, was kosten unsere Bauten nachher. Es gibt natürlich soziale Kosten und es gibt dann natürlich auch noch die individuelle Aufwendung für Mobilität. Ein eigenes Auto ist ja nicht gerade billig. Ich glaube, wenn wir jetzt keinen Individualverkehr mit Pkw hätten, würde niemand auf die Idee kommen, zu sagen, ich habe eine tolle Idee, wir stricken unser Verkehrskonzept total um, wir bauen Straßen, die kann jeder nutzen und dann kriegt jeder, kauft sich ein eigenes Auto für so 20.000 bis 50.000 Euro und zahlt dann noch Sprit und das ist doch viel, viel besser, als wenn wir ÖPNV haben. Ich glaube, jeder würde sagen, seid ihr wahnsinnig? Jeder soll 20.000 bis 50.000 Euro ausgeben und braucht vielleicht sogar zwei Autos. Wie soll man das denn überhaupt bezahlen? Das ist doch unrealistisch. Aber gut, die Sachen müssen wir natürlich mit einplanen. So, es sieht momentan bei der Finanzierung aber leider halt so aus, dass wir sowohl im ÖPNV als auch überhaupt im Verkehrsbereich große Probleme haben. Und ich möchte es jetzt nicht zu lang machen. Wir haben sehr viele Fahrgäste im ÖPNV und überhaupt sehr viele Pendler, die täglich in NRW pendeln. Ne? 8,6 Millionen Pendler pro Tag. Das ist fast die Hälfte der Bevölkerung in NRW. Ja, natürlich, die pendeln ja auch. Wobei ich gestehen muss, die Pendler sind nicht ÖPNV, sondern ich habe die Zahlen für ÖPNV, könnte man jetzt hier interpolieren, wenn man sich hier diese... Der Rückweg ist auch mit da drin. Wenn man sich jetzt hier zum Beispiel beim VR, diese 1,1 Milliarden Fahrten jährlich, müsste man jetzt umrechnen. Aber wenn du die erste Zahl hast, heißt das hier, im Endeffekt, jeder zweite Deutsche steigt einmal am Tag in den Bus ein. Die erste Zahl, ja. Ja, durchschnittlich. Ja, das ist richtig. Kann auch ein Straßenmann sein. Und wichtig ist zu sehen, obwohl es einige Kreise gibt im Land, wo es auch wegen des fehlenden Angebots die ÖPNV-Nutzung stark nachlässt, dass wir insgesamt, zumindest was VR und VRS betrifft, insgesamt eine Steigerung des ÖPNV haben, obwohl die Finanzierung immer schlechter wird. Die Finanzierung wird deshalb immer schlechter, weil es momentan im Grunde immer das gleiche Geld für den ÖPNV gibt, aber die Kosten und die Anforderungen stark steigen. Das heißt, wir haben höhere Kosten für Personal, Fahrzeuge und so weiter und natürlich auch für Instandhaltung mittlerweile sehr stark. Wir haben höhere Kosten für Stationsentgelte beim SPNV, also bei der S-Bahn und so weiter, weil die Bahn immer höhere Kosten dafür verlangt und das müsste der ÖPNV zahlen. Also die Gewinne der Bahn sind zum großen Teil aus diesen Stationsentgelten geschöpft, die von der öffentlichen Hand als Miete für die Bahnhöfe und Trassen bezahlt werden. Und die Mittel, die Regionalisierungsmittel, Entflechtungsmittel und sowas, was in den SPNV und ÖPNV einfließt, steigen allerdings nicht. Und die kommunale Hand buttert da ja natürlich auch nicht mehr zu, eher weniger oder kann immer weniger zu. Schießen und die Querverbünde, die wir in manchen Kommunen haben und in manchen Städten,
machen auch Probleme, vor allem jetzt in den Städten, die bisher aus RWE-Dividenden den ÖPNV bezahlt haben. Die haben jetzt im Grunde ein Problem. Nehmen wir mal die letzte Folie. Ich weiß nicht, was da noch schönes stand. Genau. Und wir haben halt ein Problem mit dem Erhalt der ÖPNV-Infrastruktur, weil auch beim ÖPNV, und das ist leider in der Bundespolitik bei den ganzen Autobahnbrücken, die kaputt sind, nie so richtig Thema, auch beim ÖPNV wir ein großes Problem mit der Instandhaltung haben. Vor allem natürlich mit den U-Bahn- und Stadtbahnsystemen, die irgendwann gebaut wurden mit Bundesgeld und wo es keine Instandhaltungsrücklage gab. Und jetzt halt die Frage ist, wie rüsten wir denn jetzt unsere Tunnel um? In Duisburg gab es jetzt endlich sozusagen eine Lösung in dem Sinne, dass der VAR da einspringt. Aber wir haben sehr hohe Kosten, die uns auf uns zukommen, weil eben wir das entsprechende Geld nicht haben. Und im ländlichen Raum haben wir das Problem, dass die Schülerzahlen sinken und deshalb die Ausbildungspauschale immer geringer wird. Bundesweit kennen wir diese Zahlen, 7,2 Milliarden Euro fehlen jährlich für die deutsche Verkehrsinfrastruktur. Die Zahlen habe noch nicht mal ich mir ausgedacht, sondern das sind offizielle Zahlen. In Wirklichkeit sind die wahrscheinlich sogar noch höher. Das sind sozusagen schon geschönte Politikerzahlen. Ja, es gibt keine zusätzlichen Mittel für den ÖPNV, ist momentan die Perspektive, an der wir arbeiten, dass sich das ändert. Denn es gibt leider die Logik in der Politik, dass ÖPNV und auch vor allem sowas wie Sozialticket Konsumausgaben sind. Und wenn der Staat allerdings das gleiche Geld für Straßenbau ausgibt, dann handelt es sich nicht um Konsumausgaben, sondern um Investitionen. Obwohl natürlich auch Straßen in Stand gehalten werden müssen, und es dort laufende und zukünftige Kosten gibt, sind das Investitionen an der Stelle. Und das stellt uns im Grunde argumentativ immer vor eine Herausforderung. Das stellt uns argumentativ vor eine Herausforderung. Denn eigentlich ist es ja so, dass wenn jemand pendelt und mit dem ÖPNV fährt, weniger Kosten verursacht und am besten ist es sogar, er fährt mit dem Fahrrad, dann verursacht er noch weniger Kosten. Radwege werden hier im Land immer verurteilt als viel zu teuer, brauchen wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, gibt es an der Stelle jetzt noch eine Verständnisfrage, ansonsten würde ich nämlich weitergeben und jetzt mal auf die kommunale Ebene und die Finanzierung auch an der Stelle eingehen. Lassen, nämlich durch Gregor. Und ansonsten machen wir dann nachher weiter, wenn noch Fragen offen sind. Ja. Hallo. Gut. So, alles klar, dann fange ich jetzt einfach mal an. Wie jeder natürlich weiß, ist ja der ÖPNV alleine nicht tragfähig. Wir haben hier mal eine Grafik mitgebracht, die mal im Jahr 2012, glaube ich mal, nee, 2010 von einem Institut herausgearbeitet wurde. Und zwar im Durchschnitt ist der ÖPNV nur zu 37% finanziert von den Tarifen, also durch Fahrgeldeinnahmen. Dazu werden vom VDV gerne auch die sogenannten Tarifersatzleistungen oder Fahrgeldsurrogate gezählt. Das ist eine Leistung des Staates, die gezahlt wird, um verbilligte Tickets für Schüler, für Semestertickets und so weiter auszugleichen. Der Rest besteht aus Investitionszuschüssen, aus Steuervergünstigungen und natürlich auch aus den Betriebszuschüssen, die lustigerweise auch vom Mineralölsteueraufkommen sich speisen. Das heißt, je mehr Auto gefahren wird, desto mehr ÖPNV-Geld steht praktisch zur Verfügung, was ja eigentlich widersinnig ist in dem, was wir eigentlich erreichen wollen, weniger Autoverkehr, trotzdem mehr ÖPNV-Finanzierung zu haben. Einmal weiter. So, das ist dieses sogenannte Spaghetti-Diagramm, das gerne in der ganzen ÖPNV-Finanzierungsliteratur zu finden ist. Hier ist das beispielhaft für das Land NRW, weil wir haben hier so eine kleine Pauschalierung. Wichtig ist, ich will jetzt auch nicht auf alle einzelnen Punkte
eingehen. Wichtig ist zu wissen, dass das Geld eigentlich vom Bund zum Land weitergereicht wird, über die Zweckverbände ein bisschen kriegen, was die Kommunen. Und letztendlich fließt das dann alles in die ÖSPV-Unternehmen oder SPNV-Unternehmen, also Schienenpersonenverkehr und der ÖPNV im kommunalen Bereich. Und ein ganz kleiner Teil, 37%, kommt dann vom Nutzer, der über die Verkehrsverbünde dann letztendlich zu den ÖPNV-Unternehmen fließt. Einmal weiter, bitte. Genau, also ich will jetzt alles betrachten, was im kommunalen Bereich ist, beziehungsweise eng verbunden damit mit den häufig kommunalen Verkehrsunternehmen im ÖPNV-Bereich. Einmal weiter. Genau, da sind zum einen die Einnahmen zu sehen. Was kriegt die Kommune, beziehungsweise was kriegt das kommunale Verkehrsunternehmen? Das ist einmal die in NRW, die Ausbildungsverkehrs... Ich weiß nicht, sind hier Leute aus anderen Bundesländern? Nein. Okay. Genau, es gibt vom Land NRW die sogenannte Ausbildungsverkehrspauschale, die wird zu, glaube ich, 90% direkt weitergereicht an das Verkehrsunternehmen. Das ist gesetzlich geregelt im Personenbeförderungsgesetz, § 45a. Faktisch wurden 2011 bei Einführung dieser Ausbildungsverkehrspauschale die Mittel direkt gekürzt. Also früher gab es eigentlich mehr Millionen als heute. Dann ist häufig ein Problem in den häufig ländlich geprägten Kreisen, dass die demografische Entwicklung, also weniger Kinder, weniger Jugendliche, dass die quasi weniger Ausbildungsverkehrspauschale abkriegen. Das heißt, die kriegen massive Probleme in der Unterhaltung ihres ÖPNV in finanzieller Hinsicht. Zu nennen ist auch die ÖPNV-Pauschale, also die nur für den ÖPNV-Bereich bezahlt wird, also für Busse. Das hat der Oliver eben schon angesprochen, dass da keine Dynamisierung vorgesehen ist. Das heißt, es gibt 110 Millionen vom Land im Jahr. Allerdings ist keine Dynamisierung vorgesehen. Das heißt, wenn der Dieselpreis steigt, kriegt das Verkehrsunternehmen im Endeffekt keinen Ausgleich. Ne? So, zu nennen sind auch Steuerausfälle. Also klar, es sind zwar die Ausnahmen, aber im Endeffekt gibt es in Zukunft mehr Steuern zu leisten. Also siehe EEG-Umlage, da gibt es keinen finanziellen Ausgleich vom Land hierfür. Und was Oliver eben auch schon angesprochen hat, der kommunale Querverbund. Das heißt, wenn ein ÖPNV-Unternehmen innerhalb des städtischen Konzernverbunds, häufig mit dem Energiesektor verbunden ist, wenn die Einnahmen oder die Gewinne aus dem Energiesektor quasi zugeschustert werden in das defizitäre Nahverkehrsunternehmen. Bitte weiter. Gibt es noch Fragen? Ja. Nochmal die Zahl. Hier in Essen waren das 60 Millionen? Ja. Die aber abgesunken sind auf 25. Ja, genau. Das habe ich vergessen. Also nicht nur, dass es zusätzliche Steuern ohne finanziellen Ausgleich gibt, auch die Erträge aus den Energieeinnahmen sinken. Also der Energiemarkt ist liberalisiert, die Einnahmen sinken, das hört man eigentlich überall. Und demzufolge kriegt man nach wie vor eine Problematik, den ÖPNV zu finanzieren, weil mittlerweile ist das ein sehr etablierter Finanzierungszweig des ÖPNV im kommunalen Bereich. Was ich vermisse, ist zum Beispiel die Europagelder, also die von ESF-Gelder und so weiter, die Fördergelder, die in den öffentlichen Personennahverkehr einfließen, die allerdings zweckgebunden sind. Das heißt also, Beispiel, Burgestrack schafft sich neue Hybridbusse an. Ja, ja. Und genau. Bekommt diese Busse quasi über den Europatopf gedeckelt? Ja, also ich habe jetzt nicht alle Finanzierungszweige aufgenommen, also was alles von Europa kommt mit irgendwelchen Förderungen, weil die gehen ja eigentlich in den Bundeshaushalt und werden nach unten verteilt. Ja? Also ich habe jetzt einfach nur das aufgeschlüsselt, was wirklich die Kommunen selbst bekommen. Ja, nur wichtig ist das ja auch darauf, dass also einige
Sachen wie zum Beispiel auch die, die Diesel und so weiter. Da werden zum Beispiel, der wird aus anderen Töpfen auch bezahlt. Das heißt also, der wird zum großen Teil aus Töpfen der Stadt in Stadtzahlung bezahlt. Dass das städtische Fahrzeuge sind. Ja? Es gibt Absprachen, dass zum Beispiel auch städtische Fahrzeuge wie das Müllauto, ja? Ja. So. Das sind so die Feinheiten. Dann wird dieser Mehraufwand nicht mehr über den ÖPNV bezahlt, sondern dann über die Stadt. Das heißt also, es wird das Geld für den Bus, der dann auch da tankt, auch darüber bezahlt. Das genau. Heißt also, das sind also Querinvestitionen. Genau, das hatte ich vorher auch aufgeführt unter diesem Begriff Steuerausfälle, weil es gibt einen verminderten Mehrwertsteuer, Energiesteuersatz für ÖPNV. Ne? Also das kommt dann dazu. Das ist dann nochmal so ein kleiner Extra-Topf. Auf deiner dritten Folie, glaube ich, da waren die verschiedenen Ebenen, wie das Geld immer weiter verteilt wird. Mhm. Soll ich nochmal zurück? Ja. Klar. Ja, nochmal. Die zum Beispiel. Ja, das, genau, das ist die. So, das geht ja jetzt über die verschiedensten Ebenen rauf und runter, das Geld, ja. Wie viel bleibt da überhaupt in der Verwaltung oder unnötigen Verwaltung Weiterleitung hängen? Eine sehr, sehr gute Frage. Aber ich kann die leider nicht beantworten. Also es ist klar, diese ganzen Transferkosten, Transaktionskosten, die muss man natürlich auch irgendwie... Muss irgendwo verwaltet werden? Ja, natürlich wird das verwaltet. Das ist ein riesen Verwaltungsapparat. Genau, aber bilanziert ist das nicht. Also mir ist keine Zahl bekannt, die das irgendwie herausgefunden hat. Ja. Was für mich jetzt neu war, ist, dass... über die Mineralölsteuer eine Finanzierung stattfindet, ja. Eine dynamische. Für mich war es jetzt bis jetzt mal so, dass es keine Steuern, also Steuern werden immer gleichmäßig verteilt. Also wie sieht es aus? Ja, ja. Keine Zweckbindung. Genau, keine Zweckbindung, aber man hat das irgendwie in den 70er Jahren, diese Regionalisierungsgelder und Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, hat man irgendwie aus dem Mineralölsteuertopf gebunden. Ob das jetzt wirklich eine Zweckbindung ist, was laut Steuergesetz nicht möglich ist, das weiß ich nicht. Aber es steht so auch in der Literatur, dass das aus dem Mineralölsteueraufkommen bezahlt wird. Steht, meine ich, auch im Regionalisierungsgesetz Paragraph 1. Aber das ist dynamisch. Das heißt, je mehr Auto gefahren wird, desto mehr Geld? Nein. Das ist zwar dynamisch, aber jetzt nicht abhängig von der Fahrleistung. Beziehungsweise von den Einnahmen aus der Mineralölsteuer. Ja. Das ist zwar dynamisiert um 1,5% aktuell, darüber wird gerade zwischen Bundesrat und Bundestag gestritten, inwiefern diese Dynamisierung an die reelle Kostenentwicklung anzupassen ist. Es ist immer ein politischer Entschluss im genau. Bundestag, aber ein traditioneller Haushaltsposten, so kann man es. Ja. Soll ich weitermachen? Sollen wir die Fragen später beantworten oder gehört das dazu? Ja, alles klar, bitte. Ich habe einen klaren Auftrag, wenn ich den vergeben darf. Mich würde das auch sehr brennend interessieren, wie viel die Verwaltungskosten und die Gremienkosten beim VR sind. Ja. Wenn ihr das irgendwie rauskriegen könntet, welchen Anteil das hat, wäre das sensationell. Ich würde nämlich auf so 15% tippen. Hm. Ich würde ja 10-15%. Ja, werden wir in der Enquete-Kommission aufgreifen, auf jeden Fall. Das steht auch schon im Plan. Diese Regionalisierungsgelder, die habe ich noch nicht so ganz begriffen. Ich habe neulich einen Bericht gesehen, jetzt gerade aktuell in Köln, wird gerade verhindert, dass irgendwo eine Stadtbahn weiter gebaut wird, weil Schäuble auf diesen Regionalisierungsgeldern sitzt und sagt, die werden nicht erhöht, wie irgendwer gefordert hat. Wegen der schwarzen Null und inwieweit das, ja, sag ich mal, auch ein Bruch irgendwie ist. Also diese Regionalisierungsgelder, die vom Bund kommen, sind eigentlich, die haben schon nicht so ganz... Also die Regionalisierungsgelder werden eigentlich nur zur Finanzierung des SPNV offiziell, so steht es im Gesetz, genommen. Genau, und in NRW, da haben wir das quasi eine andere Verteilung, also eine andere Pauschalierung, da kommt auch dem ÖPNV, also dem gummibereiften ÖPNV, auch was zugute, beziehungsweise dem schienengebundenen ÖPNV, also Straßenbahn und U-Bahn. Aber
Der Infrastruktur, des Infrastrukturausbaus. Die Regionalisierungsmittel sind also eigentlich für den S-Bahn-Betrieb, sage ich mal. Und diese hängen an der Mineralölsteuer. Und diese haben die Länder gefordert, sollten auf 8,5 Milliarden, glaube ich, erhöht werden von 7,2. Und das war das, wo Herr Schäuble eine Absage erteilt hat. Und es konnte nur erreicht werden, dass es überhaupt noch diese kleine Dynamisierung gibt, also diesen kleinen Inflationsausgleich, der eigentlich auch schon passé war. Also der im Grunde auch schon ausgelaufen war, diese Vereinbarung. Und der Hintergrund ist, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen, weil es kommunal nicht so interessant ist. Ja, doch, es ist kommunal schon interessant. Es gab in Köln sogar einen Antrag deswegen. Diese Regionalisierungsmittel wurden festgelegt, die Verteilung auf die Bundesländer, als es gerade um den Aufbau Ost ging. Und da hat Nordrhein-Westfalen gesagt, ja komm, die Gelder sollen erstmal Aufbau Ost. Und die Nordrhein-Westfalen kriegt deshalb deutlich weniger Geld aus diesem Topf, als eigentlich ihm von Bevölkerung, Fahrleistung und alles mögliche Zustände. Und es ist sehr viel weniger und man hat auch später in Nordrhein-Westfalen sich nicht bemüht, das nochmal zu ändern, weil man hat ja versprochen bekommen, man kriegt den Metro Rapid. Und da hat der Per Steinbrück seinerzeit dann also auch gesagt, ja, ist okay, wir lassen das so, wir kriegen Metro Rapid, 3 Milliarden kostet der und damit haben wir in Nordrhein-Westfalen alle Zeit ausgesorgt sozusagen und verzichten auf ganz viel Geld. Der Metropid ist dann leider nicht gekommen und auch nicht irgendwas anderes. Wir haben irgendwie 10 Jahre verloren. Und dieser Kompromiss zwischen den Ländern war also, wenn wir insgesamt mehr Geld kriegen, dann können wir auch die Verteilung zugunsten von Nordrhein-Westfalen ändern. Hauptsache die anderen Bundesländer kriegen nicht weniger als bisher. Und diese Regionalisierungsmittel, da gab es zum Beispiel, wie gesagt, ich weiß nicht, Kölner Stadtrat auch sogar einen Antrag für, sollten also jetzt auch für Instandhaltung mehr genutzt werden dürfen. Und wenn es allerdings um Stadtbahnausbau geht, ist der letzte Satz, Stadtbahnausbau geht, dann sind eigentlich nicht die Regionalisierungsmittel entscheidend, sondern das sind spezielle Bundesgelder, die für Projekte ab 50 Millionen Euro vorgesehen sind und die man dann verwenden darf. Und das betrifft ich glaube, Oberhausen jetzt ja auch, Bielefeld, die Stadtbahn, die ja nicht gebaut wurde, Aachen, die Stadtbahn, die nicht gebaut wurde. Und wo, der Einzige, wo es jetzt nach NRW fließt, ist womöglich in Zukunft noch eine Linie 81 in Düsseldorf, weil Düsseldorf kann sich ja leisten, ein entsprechendes Geld zuzuschießen. Gut, noch Fragen? Also wir haben eben bei den Einnahmen gesehen, die Einnahmen sind de facto rückläufig für die Kommunen bzw. kommunalen Verkehrsunternehmen. Jetzt kommen wir auf die Ausgabenseite. Da sind zum einen die Infrastrukturinvestitionen, die zu leisten sind, insbesondere die Instandhaltung der Haltestellen oder Bahnhöfe jetzt nicht unbedingt, aber vor allem auch der Umbau für die Barrierefreiheit, denn bis 2022 müssen alle Haltestellen des ÖPNV barrierefrei erreichbar sein. Es gibt keine Fördermittel, es gibt Fördermittel, die muss man aber beantragen, aber die Stadt hat auch Eigenanteile zu leisten und bei Haushalten, die jetzt gerade nicht toll sind in den Kommunen, ist es natürlich schwierig, diese Eigenanteile im Haushalt zur Verfügung zu stellen. Dann gibt es Betriebskostenzuschüsse. Also ich kenne das zumindest von Wuppertal. Ich weiß nicht, wie das auch in anderen Kommunen ist. Es gibt diese Schülerfreifahrt, das wird kommunal getragen. Dann eine Kommune muss auch Umlagen, zum Beispiel für den VRR, bezahlen. Das ist zum einen die allgemeine Umlage, SPNV-Umlage, die Eigenaufwandsumlage und die AÖR-Umlage. AÖR heißt, das ist für den Zweckverband VRR, also nicht für den Verkehrsverbund VRR, sondern für den Zweckverband VRR. Das dürfte auch vielleicht so ein bisschen die Frage beantworten, wo diese Transaktionskosten sind, ne, von den ganzen Verwaltungskram. Das könnte so ein kleiner Ansatz. Erklärst du noch oder kann man die irgendwo nachlesen? Welche?
diese Umlagen. Bemessungsgrundlagen für diese Umlagen. Das zahlt ja nicht jede Stadt dasselbe. Es gibt eine Auflistung, die habe ich auch nicht dabei. Also es gibt eine Auflistung, also man findet, wenn man ein bisschen sucht, findet man, wie viel jede Kommune im VRR-Gebiet bezahlen muss. Also es sind irgendwie 50 Millionen, glaube ich, insgesamt, und jede Kommune muss einen kleinen prozentualen Anteil davon tragen. So, wenn das kommunale Verkehrsunternehmen trotzdem defizitär fährt, das heißt, wenn nicht genug Energieeinnahmen aus dem Energiesektor vorhanden sind durch diesen kommunalen Konzern, dann ist die Kommune oder der Kreis dazu verpflichtet, einen Defizitausgleich zu betreiben. Das heißt, wenn der ÖPNV defizitär fährt, muss die Kommune zuschießen. Und die hat ja sowieso weniger Geld. Das heißt, im Endeffekt ist das Angebot des ÖPNV gefährdet. Dann werden einfach Linien gestrichen, weil sie nicht mehr aufrechterhalten werden können. Kleine Nebenfrage. Gibt es Kommunen, wo der ÖPNV nicht defizitär fährt? Jetzt ein bisschen lauter. Gibt es Kommunen, wo der ÖPNV nicht defizitär fährt? Offiziell fährt der ÖPNV immer eigenwirtschaftlich. Das passiert durch diesen, also eigentlich, also de facto ist der ÖPNV eigentlich überall defizitär, also ich, bitte? Ja, aber da muss man immer unterscheiden, was der VDV an Kostendeckungsgrad verbreitet und was de facto kostendeckend ist. Also diese Grafik, die ich ganz am Anfang gezeigt habe, die sagt ja eigentlich, dass zu 40% nur Nutzerfinanzierung stattfindet, der Rest ist subventioniert. Wenn du Dinge down bauen willst, die sich tragen, dann bau Finanzamt. Weil der VDV rechnet sehr gerne auch diesen kommunalen Querverbund mit ein als reguläre Finanzierung des ÖPNV und diese Fahrgeldausfälle, also die Ausbildungsverkehrspauschale, die ich eben genannt hatte, die rechnet er gern dazu, weil er sagt ja, wir haben ja auch billigere Tickets rausgegeben, aber dass die öffentlich bezahlt werden, das sei nicht unbedingt. Haben eigentlich, gibt es speziell auch für das Sozialticket die 50 Millionen, die das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt hat, ausgereicht oder nicht ausgereicht? Das reicht nicht aus, wird nicht komplett abgerufen. Liegt natürlich daran, wie es aufgebaut ist, das Sozialticket. Ja, nee, das ist ja so aufgebaut, dass es verbannt wird, aber 30, genau, es sind 30 Millionen nur. Vom Land. Ja. Also die sind es wohl, genau. Sind nur, aber es sind auch weniger Abrufe. 24 oder so. Also die Zahlen, die ich habe, sind 2009, da wurde von 50 Millionen geredet. Aber ich meine, dieses Geld vom Land für dieses Sozialticket, das ist ja einfach nur ein weiterer Kostenposten bzw. eine Förderung vom ÖPNV. Aber man muss dann halt dazu sagen, bei einem Hartz-IV-Satz von 23 Euro für Mobilität ist ein Ticket für 30 Euro, in dem man sowieso nur in der Kommune rumfahren kann. Ja, aber nicht zu groß. Ja. In dem Zusammenhang vielleicht interessant, ich habe mal eine Vergleichsrechnung Semesterticket, Sozialticket für zwei Beispiele gemacht und dabei herausgefunden, dass ein Sozialticket, das 80 Kilometer Umland mit abdecken würde, so ungefähr die gleiche Preis-Leistungs-Verhältnis wäre wie ein Semesterticket. Das Problem ist halt, dass ein Sozialticket tatsächlich nur kein solidarisches Ticket ist wie ein Semesterticket. Ist klar. man kann es als Argumentationsweg benutzen. Mehr nicht. Es wird nicht weiterhelfen. Es zu wissen ist aber nett zu wissen. Ja, das ist ja so, damals wurde gesagt, es werden dann mehr Kapazitäten auf uns zukommen, die wir dann durch dieses Geld, lasse 30 Millionen sein, abgedeckt werden. Und dann wäre es ja interessant, weil es ja jetzt eingeführt wurde, ob es wirklich de facto so ist. Aber wir können auch nachher nochmal zum Sozialticket. Ja, sicher. Bitte. Ich habe nur eine Frage, und zwar, jetzt sehe ich hier die Schülerfreifahrt unter den Betriebskostenzuschüssen. Da geht es, sag ich mal, um Ferienzeiten oder Ähnliches. Ansonsten, wenn ich das richtig verstanden habe, bekommen doch die Kommunenkreise vom Land Geld für transportierte Schüler, oder nicht? Gibt es da nicht so einen Satz?
Die kriegen das sicherlich irgendwie. Ja, mir ist das nicht bekannt. Ich habe das halt nur mal erhoben, dass das in Wuppertal 3,5 Millionen waren, die jährlich für die Schülerfreifahrt geben. Aber nicht von der Stadt Wuppertal, sondern das bekommt die Stadt Wuppertal. Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Also es ist nicht die Ausbildungsverkehrspauschale, weil das gleicht ja einfach nur das Delta aus zwischen dem verbilligten Fahrschein und dem, der tatsächlich bezahlt wurde vom Schüler. Also ne, schülerfreie Fahrt bedeutet ja einfach nur für Grundschüler und so weiter. Und das Young-Ticket zum Beispiel ist ein Ticket zum Ausbildungstarif. Und das wird halt durch die Ausbildungspauschale bezahlt. Also so wie ich das mitbekommen habe bei uns im Kreis, ist es so, dass aufgrund der sinkenden Schülerzahlen auch weniger Geld in den ÖPNV, also genau. Fällt. Eben Handorf hat mit Hand. Ja, genau. weil eben aufgrund der sinkenden Schülerzahlen und der Querfinanzierung sozusagen durch innerhalb der Linien es schwierig wird, da alles aufrechtzuerhalten. Also das ist... deswegen sehe ich hier jetzt Betriebskosten also als Ausgaben, die Schülerfreifahrt, aber eigentlich ist das doch eine Einnahmenseite, dass es vom Land für Schülergeld gibt oder für den Ausbildungsverkehr. Okay. Das Missverständnis war jetzt, glaube ich, dass die Ausbildungsverkehrspauschale eigentlich keine Freifahrt generell finanziert, genau, sondern halt wirklich nur den Ausbildungsverkehr. Also nur wenn tatsächlich es wirklich um Schulverkehr geht, mhm, und inwiefern noch eine Erweiterung ist. Ja. Natürlich ist diese Ausbildungsverkehrspauschale für den ländlichen Raum besonders wichtig. Einmal, weil sie gar nicht, dazu kannst du vielleicht noch was sagen, nach den wirklich konkreten Kosten pauschalisiert ist, sondern man hat das mal so festgelegt. Mhm. Das heißt, es kommt darüber mehr rum für die Verkehrspauschale. Genau, ja. Zweitens, weil im ländlichen Raum es kaum eine andere Finanzierung gibt. In den Städten hat man ja zum Beispiel Aufbau der Stadtbahnsysteme und sowas wird durch Bundesmittel finanziert. Es gibt diesen SBNV, also es gibt die S-Bahn und sowas, die die auch durch andere Mittel noch finanziert werden. Und das vieles, was in der Stadt an Finanzierung reinfließt, hat man auf dem Land gar nicht. Und deshalb hängt man im Grunde an dieser Ausbildungsverkehrspauschale, die einen großen Teil ausmacht, in der Stadt wesentlich weniger. Und wenn dann natürlich die Schülerzahlen zurückgehen, dann ist dieses ganze System, was eigentlich funktioniert hat, ist dann halt bedroht. Und dann können halt auch so Leute natürlich, die nicht zur Schule wollen, auch nicht mehr mitmachen. Genau. Das heißt, Schulpolitik, auch Zusammenlegung von Schulen und sowas, hat eine direkte Auswirkung auf die Verkehrspolitik. Ja, manchmal wird es auf Kreisebene organisiert, teilweise dann auch direkt vor Ort, und Anträge kann man auf jeden Fall jeweils dazu stellen. Ja, wir hatten letztes übrigens in unserer Enquete-Kommission Warndorf vor Ort. Über den Kreis Warndorf und wie das auch geschrieben, genau. Bitte. Ich möchte mal eine Bemerkung machen. Wir haben uns bis jetzt bei dem ÖPNV überhaupt null über den Verkehr unterhalten, sondern ausschließlich über die Finanzierung. Ja, das kommt jetzt. Innerhalb des Staates. Ich weiß, ich finde, dass die anderen das interessanteste Thema. Ich nicht so. Also noch nicht, es wurde ja noch nicht mal die Finanzierung durch den Nutzer, sondern nur innerhalb der öffentlichen Hand von hier nach den Posten. Ja, dazu kommen wir jetzt. Mein Thema wäre es halt nicht, aber gut. Bitte weiter. Genau, was ist die Konsequenz davon, von mehr Ausgaben und sinkenden Einnahmen? Die eine Option ist ganz klar, einmal die Angebotsreduktion, das heißt die Kürzung oder Einstellung von Linien, Ausdünnung des Fahrplantaktes und so weiter, Ausdünnung des Haltestellennetzes, oder man vernachlässigt einfach die Infrastruktur, das sieht man ja auch sehr häufig. Und vielleicht auch die Barrierefreiheit. Einmal weiter, bitte. So, die andere Option ist natürlich, man steigert die Nutzerfinanzierung. Das heißt, die Tickets werden teurer, damit das Ganze wiederum tragfähig ist. Oder, was auch sehr heiß diskutiert wird momentan,
ist die sogenannte Drittnutzerfinanzierung, die natürlich auch Optionen beinhaltet, um Verkehr zu lenken. Ne? Also das heißt, wenn ich eine Parkraumbewirtschaftung einführe in der Kommune, wenn ich meinetwegen die Parkgebühren verdopple, habe ich zwar mehr Einnahmen, aber gleichzeitig auch weniger Autos, aber andererseits will ich ja mehr Autos oder mehr Parkende, damit ich wiederum meinen ÖPNV finanzieren kann. Das ist wiederum das Komplizierte daran. Genauso verhält es sich mit der City-Maut. Eigentlich will ich ja viele Pendler, damit der ÖPNV bezuschusst wird, aber eigentlich will ich ja den Autoverkehr aus der Stadt heraushalten. Das heißt, es ist sehr ambivalent, welches Drittnutzerfinanzierungsinstrument man einführen möchte auf kommunaler Ebene. Eine andere Option sind städtebauliche Verträge. Das heißt, es kann ÖPP sein, was ja nicht unbedingt beliebt ist. Es kann aber auch sein eine direkte Investitionsförderung. Also meinetwegen ein Bäcker sponsert eine Haltestelle, ein Haltestellenhäuschen oder sowas. Dann könnten gesetzliche Pflichten eingeführt werden auf kommunaler Ebene, sofern das Land die Kommunen dazu ermächtigt. Das könnten verpflichtende Jobtickets sein, das könnten verpflichtende Kombitickets sein und Gutscheine im Einzelhandel. Das heißt, wenn ich ein Brötchen einkaufe, dass ich dann kostenlos zum Bäcker quasi fahren kann oder einen Gutschein bekomme für die Rückfahrt oder sowas ähnliches. Es gibt da verschiedene Modelle. Man könnte über eine ÖPNV-Grundgebühr nachdenken, das heißt eine Gebühr wie eine Abfallgebühr und so weiter, dass man die Fixkosten des ÖPNV zumindest bezahlen kann. Eine Gebühr, eine Fahrscheinpflicht bleibt aber erhalten, weil hier ist dieser die Anschluss, allein dass ich am ÖPNV angeschlossen bin, kann dafür eine Gebühr erhoben werden. Möglichkeit ist natürlich, den Hebesatz zu erhöhen von der Grundsteuer oder Gewerbesteuer. Allerdings ist da natürlich das Problem, diese Mehrgelder zweckzubinden für den ÖPNV. Das heißt, auch da ist das Land wiederum gefragt, eine rechtliche Grundlage zu schaffen. Wir können auch Erschließungsbeiträge einführen. Momentan werden Erschließungsbeiträge für die Herstellung oder Renovierung von Straßen bezahlt, aber das Ganze könnte man so verargumentieren, dass das auch für ÖPNV gilt. Und da kann man wiederum differenzieren, ist es ein einmaliger Erschließungsbeitrag oder ein wiederkehrender Erschließungsbeitrag. Das heißt, ich zahle nur einmalig für die Herstellung des Anschlusses, also für die Haltestelle. Oder ich schöpfe das ab, wenn der Fahrplantakt so ist, muss ich wiederkehrend jeden Monat so und so viele Beiträge zahlen. Möglich ist auch eine Bettensteuer, nicht nur in Berlin, sondern auch in Köln gibt es sie ja. Allerdings ist da wieder bei der Steuer das Problem, dass man die zweckbinden müsste für den ÖPNV. Man könnte auch Nahverkehrsabgaben einführen, das ist dann wiederum hier auch verargumentiert. Also durch einen Einwohnerbeitrag, dieses Bürgerticket. Und das könnte man auch koppeln an eine Firmenarbeitgeberveranstalter oder Einzelhandelsabgabe, was dann gleichzeitig diese Nahverkehrsabgabe ist, die in Frankreich praktiziert wird. Habe ich das Problem, das Geld ist bei der Stadt? Jetzt muss ich erstmal an das Geld kommen. Wenn ich hier eine Rechnung schicke, genau. Habe ich dann 17 Städte im Kreis, die alle das gleiche Lied sind, diese Plattformen? Genau. Aber das ist halt die Problematik dabei. Also diese Drittnutzerfinanzierungsinstrumente sind natürlich einfacher einzuführen in kreisfreien Städten. Ne? Weil alles andere brauche ich ja die Abstimmung oder ne? Die Zusage von allen Gemeinden sozusagen. Also an das Geld komme ich nicht dran. Wir dachten, ich mache auch noch sonst irgendetwas. Ich habe mal eine allgemeine Frage. Wie kann man denn überhaupt solche Zweckbindungen machen? Ich dachte, das geht eigentlich gar nicht so einfach. Bei Steuern geht es ja eigentlich, glaube ich, gar nicht. Und ich glaube, es ist sehr kompliziert, um sowas hinzukriegen. Also es ist nicht ganz ausgeschlossen, bis der
Finanzfachmann? Der Grundsatz, dass keine Zweckbindung bei Steuersystemen ist richtig. Ja. Also das ist richtig, also aber... sonst reden wir von Beiträgen oder Abgaben. Ja, die genau. Erschließungsbeiträge ist ein klassischer Fall. Da ist eine Gegenleistung, eine bestimmte Zweckbindung. Genau. Da Beitrag ist eine ohne Gegenleistung, ohne konkrete, individuell zurechenbare Gegenleistung, sondern ich muss einfach nur Zugriff auf diese Leistung haben. Da kann man einen Beitrag rechtfertigen. Und eine Gebühr ist für eine konkrete Gegenleistung. Bei der Steuer gibt es halt keine Pflicht für diese Gegenleistung, also die Zweckbindung. Man kann zwar eine festlegen, aber sie ist, sagen wir so, sie ist rechtlich nicht relevant. Und deshalb funktioniert das auf vielen Fällen nicht, weil er sehr schnell diese Zweckbindung auch nicht einhält. Das ist über eine Haushaltsberatung, der wird jetzt festgelegt. Ich mag halt das nicht, weil das halt immer so anklingt, als wäre das halt sehr wünschenswert, eine Zweckbindung zu haben. Ja. Ich bin gar nicht dieser genau. Meinung, weil das halt alles nur komplizierter macht, weil du immer dann Nachweise führen musst, dass es entsprechend das eingesetzt worden ist und da wird halt noch mehr Verwaltung erzeugt. Also was ist so schlecht dran, eine allgemein aus dem Steuertopf das zu machen, anstatt wieder 20 Pötte aufzumachen, die verwaltet werden müssen? Trotzdem wird es, wie gesagt, sehr heiß diskutiert über so Drittnutzerabschöpfung, ne? Also nicht nur die direkten Nutzer, sondern auch diejenigen, die irgendwie durch den ÖPNV profitieren, an der Finanzierung des ÖPNV zu beteiligen. Man macht da immer große Fässer auf. Also wie gesagt, diese Verwaltungsgeschichte, die Verwaltungskosten, die gehen natürlich von dem Ertrag natürlich ab. Siehe Pkw-Maut. Bitteschön. Ist so eine kommunale Gebühr, wie wir es jetzt gerade hier auf der Folie gehabt haben, für ÖPNV-Grundfinanzierung heute schon möglich oder muss dafür eine Rechtsgrundlage geschaffen werden? So wie eine Müllgebühr, dass eine Stadt eine ÖPNV-Gebühr einführen könnte und dementsprechend wir auf solche Möglichkeiten oder mit so etwas quasi so auf sowas hinweisen könnten oder eine Art Drohung aussprechen könnte, dass man so auch ÖPNV finanzieren kann, um in Richtung fahrscheinlosen ÖPNV zu zeigen. Also könnte eine Stadt heute diese Gebühr einführen oder hat vielleicht sogar eine Stadt eine derartige Gebühr für ÖPNV? Nein, eine Stadt hat noch keine solche Gebühr. Allerdings weiß ich, dass sie sowas durchaus verargumentieren lässt und am ehesten kommt hierfür der Beitrag in Frage. Allerdings muss hierfür Landesrecht geschaffen werden. Ich weiß allerdings nicht, inwieweit das natürlich in NRW umsetzbar wäre. Also Beitrag und Gebühr ist nochmal ein Unterschied. Ja. Ich glaube, Müll ist eine Gebühr. Ja, muss das kostendeckend sein. Muss genau den Kosten entsprechen. Genau, genau. Aber die Gebühr könnte man schon einführen, den Beitrag aber noch nicht. So habe ich das gemeint. Meines Wissens ist eine Gebühr schwerer zu verargumentieren, weil ich dann gleichzeitig einen Verwaltungsaufwand erheben muss, wer hat wie viel, wie oft den Bus genutzt, sowas. Ne? Also im Wesentlichen reden wir um Beiträge und es gibt ein Beispiel, nicht in NRW, Tübingen, wo es halt das so ist, dass die Stadt was einführen wollte. Ich glaube, es ging hauptsächlich um eine City-Maut, aber die hatten halt verschiedene Modelle, die sie machen wollten, um halt für den ÖPNV so eine Drittnutzerfinanzierung zu machen. Und dann haben sie bei Ramsauer, der damals Verkehrsminister war, wurden sie sozusagen zurückgewiesen. Das ist eine Zuständigkeit des Landes. Das Land hat aber die Rahmenbedingungen nicht geschaffen. In der Praxis, jetzt bei uns, wäre es ja so, im Land können wir gebrauchen, wenn es vor Ort irgendwo in einer Kommune, einer Stadt eine Initiative gibt, die es machen möchte oder wo drüber geredet wird, dann haben wir eine Möglichkeit, es im Land aufzugreifen. Und dann ist auch natürlich die Chance, dass sowas dann auch vom Land aus ermöglicht wird, so Rahmenbedingungen zu schaffen, natürlich größer. Andererseits, ist natürlich die Schwierigkeit, dass wenn das Land erst die Rahmenbedingungen schaffen muss, man natürlich auf Kreisebene oder in der Stadt immer sagen muss, okay, natürlich vorbehaltlich dessen, dass wir Rahmenbedingungen schaffen müssen. Das geht am besten natürlich Hand in Hand und deshalb ist einer der Gründe, warum wir uns austauschen sollten. Das heißt, wenn wir wissen, da kommt was in vielleicht 3 Städten gleichzeitig oder in 4 Kreisen gleichzeitig, dann ist natürlich der Moment, wo man im Land dann auch was tut. Ich glaube, die waren vorher. Entschuldigung. Nee, den grundlegenden Teil, den hatten wir da vorhin schon mal. Da ging es eben um die konsumtiven und um die investiven Mittel.
Dadurch, dass das im Augenblick konsumtiv ist, ist es schwer zu vermitteln, dass es sich da um Infrastruktur handelt. In dem Augenblick, in dem es eben investive Mittel wären, könnte man eben auf kommunaler Ebene damit argumentieren, dass es eben Investitionen in die Infrastruktur wären. Damit wäre es gleichzusetzen den Erschließungskosten hinsichtlich Wasser, Abwasser, Strom und so weiter. Und damit könnte man das Ganze auch mit Gebühren belegen. Genau. Das heißt also, wenn wir das Ganze zurückspulen, an der Stelle, die vorhin schon als problematisch beschrieben wurde, nämlich bei der Frage konsumtive oder investive Mittel, entscheidet sich das im Prinzip schon. Genau. Und der zweite Punkt, wir haben es ja jetzt Parkraumbewirtschaftung draufgesetzt. Im Moment ist es ja noch so, dass diese Parkraumbewirtschaft den Autoverkehr bezuschusst. Das ist ja eine Subvention. Weil ich zahle jetzt heute für das Parkhaus da drüben 4,50 Euro für den ganzen Tag. Das ist natürlich eigentlich viel billiger, als wenn man die realen Kosten ansetzen würde. Dann müsste das viel, viel teurer sein. Dazu die Zahlen fände ich extrem wichtig, dass man argumentativ ein bisschen hat. Ich weiß, dass die saarländischen Piraten da was gemacht haben, wie man Zahlen, wie man die Subvention des Autoverkehrs darstellt. Weil ich glaube, den meisten Menschen ist überhaupt nicht klar, dass wir ganz massiv den Autoverkehr subventionieren und der ÖPNV ja nur viel weniger Geld bekommt. Und das muss man erstmal ein bisschen klar machen, verdeutlichen und ins Bewusstsein bringen. Genau. Ich wusste, dass wir auf sowas zu sprechen kommen. Also es gibt eine 10 Jahre alte Veröffentlichung vom VCD, Umweltbundesamt, und dem Institut ICLEI, International Council for Local Environment. Die gibt es nicht mehr online. Ich habe sie gefunden gestern. Okay. Kann ich gerne mitgeben. Also das ist so eine kleine Sache, die man auf kommunaler Ebene machen könnte. Und zwar vergleicht, geht mal einfach in seinen kommunalen Haushalt und schreibt ja einfach mal zusammen, was für ein ÖPNV und was für ein Autoverkehr im kommunalen Haushalt steht, und dann kommen sehr tolle Zahlen raus. Ja, aber zum Beispiel, ich meine, ich habe die letzten Tage noch einen Bericht gesehen, dass gerade Parkhäuser in Innenstädten hochprofitabel sind. Also die werden nicht bezuschusst, sondern die scheinen, wenn sie vom gewerblichen, also nicht in Stadt, zumindest nicht in städtischer Hand sind, sondern von Unternehmern gebaut worden sind, scheinen diese hoch profitabel zu sein. Also da kann man dann nicht von der... Das hier am Limbecker Platz ist ja in der Hinsicht kein normales Parkhaus. Also ein normales Parkhaus, was irgendwo steht, muss sich ja selber unterstützen. Aber am Limbecker Platz, am Limbecker Platz ist das sozusagen... Es ist eine Methode, Käufer zu ködern. Ja. Deswegen ist das so preiswert. Ja. Es ging ja, glaube ich, gar nicht bei dir um das Parkhaus an sich, sondern die Infrastruktur, in der du in der Stadt vorhalten werden musst, damit du mit dem Auto hier hin kannst, und die ganze Sache drumherum, die ja natürlich nicht von einem kommerziellen Parkhaus bezahlt wird oder in nur wenigen Städten. Gibt es dann so eine Parkraumbewirtschaftung, dass die Stadt im Grunde auch Infrastruktur in der Innenstadt, die ja relativ teuer ist, bezahlt. Ich glaube, darum ging es dir. Wir hatten letztens auch in dieser Enquete-Kommission jemand da, der genau das Essener Beispiel anführt. In Essen fahre ich immer mit dem Auto in die Innenstadt. Da kostet das Parken nur 3 Euro. Ja. Lohnt sich für mich ja gar nicht, mit ÖPNV zu fahren. Nach Düsseldorf fahre ich mit ÖPNV. Da zahle ich 17 Euro pro Tag. Ja, ich weiß nicht, in welchem Parkhaus er geparkt hat, aber es trifft so ungefähr 17 Euro pro Tag. Ja, da wo er einkaufen war. Ja, du kriegst ja hier teilweise auch von den Läden die Parkgebühren zurückerstattet, genau, wenn du auf der Straße irgendwo parkst. Ne? Das wäre sozusagen so eine gesetzliche Pflicht für so ein Gutscheinmodell auch für den ÖPNV. Ne? Also man kann kostenlos ÖPNV fahren, wenn man dort einkauft, aber halt nicht kostenlos parken. Ne? Also für Parkgebühren gibt es sowas, für ÖPNV halt nicht, leider. Bei den privat betriebenen Parkhäusern ist es teilweise so, dass die deswegen kostengünstig sind, weil zum Beispiel städtische Grundstücke sehr billig zur Verfügung gestellt wurden, worauf dann die privaten Investoren anspringen. Und ohne das hätten sie es nicht getan. Genau. Das sind Einzelfälle, genau. Das kann sehr unterschiedlich sein, aber diese Fälle gibt es halt.
Nochmal zum Thema öffentlichen Nahverkehr über eine Art von Gebühr oder Umlage oder dergleichen zu finanzieren. Man kann da auch mit dem Denkmuster Kurtaxe dran gehen. Wenn eine Stadt eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, das kann jetzt eine gesunde Umgebung sein, das kann aber auch ein angenehmer ÖPNV sein, der nichts zusätzlich kostet, dann kann man das auf dem Wege von Kurtaxe-artigen Modellen umlegen. Ich weiß nicht, wie das in Nordrhein-Westfalen ist, ob es da eine gesetzliche Grundlage für geben müsste oder nicht. Das konnte ich nicht rausfinden bisher. Ich weiß aber, dass es solche Art Modelle in NRW gibt. In den USA, in Touristenorten gibt, die finanzieren auf dem Weg zum Beispiel Lifte für Skifahrer. Die sind ticketlos und stehen jedem jederzeit zur Verfügung. Und die sagen dann unterm Strich, dass das die günstigste Finanzierung ist, die sie überhaupt finden können. Baden-Württemberg. Genau, Konuskarte, genau, die haben das. Aber dasselbe gibt es auch hier im Sauerland, habe ich gelesen. Auch, aber nach den Zwang weiß ich halt nicht. Die Sauerlandkarte wird auch. Ich glaube, in Münster ist es auch so, dass da, also jetzt Subventionierung des ÖPNV durch die Kaufmannschaft, sage ich jetzt mal. Ich meine, in Münster ist es mal zumindest eine Zeitweise gewesen, dass sich dort die Kaufmannschaft zusammengetan hat und also vor allen Dingen die Gastronomen, um die Leute länger in der Stadt zu halten, um die Nachtbuslinie zu finanzieren. Ja. Ne? Weil die natürlich dann auch nicht mit Volllast fahren, aber dass die Leute also auch dann wirklich bis 10 oder 11 Uhr in der Stadt bleiben können und dann noch nach Hause kommen. Genau. Also es ist auch sehr löblich, dass es sowas gibt. Das wird ja hier drunter fallen, ne, unter die städtebaulichen Verträge. Also das sind freiwillige Gemeinschaften, die sowas fördern. Ne? Also man kann aber nicht in jeder Kommune darauf bauen, dass es sowas gibt. Ne? Also inwiefern das jetzt auch ertragreich ist für die Münster Verkehrsbetriebe? Nee, ertragreich für den Verkehrsbetrieb nicht. Er wird ja dann sozusagen... Genau. Gefördert durch die Gastronomen und ob sich das für die Gastronomen dann gerechnet hat, das weiß ich jetzt nicht, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob das noch läuft oder mal ein Projekt war und dann man geguckt hat nochmal. Das kann man natürlich, wenn man gute Kontakte hat, das kann man natürlich gut auch für so, ich nenne es mal Werbeaktionen machen. Da kommt zwar dann im Endeffekt nicht mehr rum, dass die Leute sich den Zweitwagen abschaffen, aber wenn man sowas wie in Tübingen oder auch andernorts dass man irgendwie Samstag frei hat oder bei verkaufsoffenen Sonntagen eine Aktion macht, dass man dann kostenlos fahren kann, als sozusagen als für die Aufmerksamkeit, dann ist das natürlich eine gute Methode. Und Kurtaxe darf, glaube ich, nicht jede Stadt erheben, sondern nur nee, ein Kurort ist. Ne? Das trifft zwar in Nordrhein-Westfalen auf einige Städte zu, aber eben nicht auch. Ist auch nur Kurtaxe-artig. Ich möchte vielleicht noch auf eine kleine Einzelheit hinweisen bei dieser Parkraumbewirtschaftung. Und da meinte ich jetzt nicht nur Verdoppelung oder sonst irgendwas von Parkgebühren, sondern man muss ja auch daran denken, dass man an jedem Straßenrand sein Auto abstellen kann. Ne? Das sind die öffentlichen Flächen, die quasi kostenlos zur Verfügung stehen. Jetzt im Innenstadtbereich weniger, aber in den Außenbezirken auf jeden Fall. Und was es auch noch gibt, was per Landesgesetz natürlich aufgetragen werden könnte, aber das ist natürlich wiederum eine Auslegung, wäre eine Parkplatzsteuer für private Stellflächen. Also sowas wie vom Aldi, dass da 200 Parkplätze davor sind, dass man die besteuert, weil man ja natürlich annehmen müsste, dass man weniger mit dem ÖPNV fährt. Es ist eine komische rechtliche Konstruktion, aber auch problematisch zu begründen. Wäre doch eigentlich das Gegenteil von dem, was man will. Die Geschäfte wollen, sollen bitte nicht eigene Parkplätze vorhalten, damit sie irgendwo anders. Genau, es gibt so diese Stellplatzablöseverordnung in manchen Städten, genau. Wir haben ja schon. Bitte. Ich wollte nur eine Bemerkung machen, zu diesen volkswirtschaftlichen Rechnungen bezüglich der Subventionierung des Autoverkehrs. Da würde ich sehr zur Vorsicht raten. Im Wesentlichen kommt da raus, was man gerne raushaben wollte. Das kommt dann halt öfter mal so vor, dass sämtlicher Straßenbau nur für die Autos stattfindet. Der Bus braucht ja keine Straße. Und beispielsweise in Aachen ist es so, also die Straße geht kaputt durch die Achslast hoch 3. In Aachen fahren keine LKWs. Das heißt, der gesamte Straßenbau im Prinzip, also ist jetzt etwas übertrieben, aber wird halt durch den Busverkehr verursacht.
Das würde dann aber natürlich nicht in so einem Gutachten drinstehen, wenn es vom VCD kommt. Also im Wesentlichen, wenn er einfach sagt, das ist so und es ist durch keinerlei Behauptung Unterlagen gestützt, ist es genauso gut wie so eine komische volkswirtschaftliche Rechnung. Ja. Die kannst du alle vergessen. Also das, was ich eben ausgeteilt habe, mit dieser Studie, die ist schon 10 Jahre alt, inwiefern die noch aktuell anzuwenden ist, das ist mir nicht bekannt. Es gibt aber eine ganz neue Studie, an die ich leider noch nicht herangekommen bin, die aber sehr vielversprechend ist, weil sie aufschlüsselt, was für den ÖPNV, MIV und den Radverkehr in kommunalen Haushalten zur Verfügung steht. Und die guckt das Ganze auch differenzierter an. Es wäre auch eine Hilfe für Arbeit im Landtag, wenn man aus den Kommunen einfach mal die Zahlen aus den Haushalten, aus der Praxis ermittelt und wir das mal zusammentragen. Was können wir ja tun? Wir können ja die Haushalte, ich glaube, du hast auch dort schon mal eine Vorlage gehabt, damit man das tun kann. Also so quasi ein Kriterienkatalog, dass man mal sieht, wie viel gibt eigentlich die eigene Kommune aus. Also ja, das ist ja das dann. Genau, aber es gibt eine aktuelle Fassung, die eben das Ganze auch volkswirtschaftlich bewertet, weil da kommt nämlich raus, dass in den ÖPNV viel mehr reingebuttert wird, aber dass es sich letztendlich lohnt, weil das Ertragreiche ist volkswirtschaftlich. Also deswegen, ich freue mich auf diese Studie, allerdings ist sie noch irgendwie nicht öffentlich oder wie auch immer. Die ist aber schon fertig. Wir hatten noch hier Harald aus Essen, Christian aus dort. Da hat sich das inzwischen erledigt wegen der Studie. Ja, genau. Aus Kassel, von der Uni Kassel wurde sie erstellt. Ne? Von, ja. Nochmal ganz kurz zur Kurtaxe, die man eben nicht überall nehmen kann. Die Bettensteuer funktioniert letztendlich genauso und die kann man einführen, das ist also in dem Sinne kein Problem. Dann wollte ich mir nochmal kurz darauf hinweisen, wo ihr mal ein Auge drauf haben könnt, ist Soest, die interessieren sich jetzt sehr stark für den fahrscheinlosen ÖPNV und da ging die Initiative im Übrigen von, ich glaube, CDU und FDP aus. Einfach nur mal drauf gucken. In Erfurt geht man gerade in die Richtung, da könnte, aber da wisst ihr wahrscheinlich Bescheid, weil das nicht erst seit gestern so ist. Also das steht auch im Koalitionsvertrag drin, dass die auf jeden Fall von den Rot-Rot-Grün, dass sie auf jeden Fall in der Legislaturperiode entweder die gesetzlichen Grundlagen hierfür schaffen wollen oder es in einem Modellprojekt anwenden möchten. Ja, das ist, ich war da jetzt vor kurzem in einem Vortrag beim Kommunalpolitischen Forum der Linken zu dem Thema und da war dann der Aufsichtsrat, Vorsitzende der dortigen Verkehrsbetriebe dann auch. Bärwolf? Bitte? Der Bärwolf? Mhm. Ja. Und meine. Der ist starker Befürworter dafür, das weiß ich. Der sieht auch aus wie wir. Ja. Also, naja, ist eben so. Oder der liegt da irgendwie in Sneakers und Trainingshandel rum. Also, das ist jetzt ist eine etwas andere Geschichte dann. Deswegen, also, die beschäftigt mich schon sehr. Ja. Die haben aber etwas andere Voraussetzungen. Ja. Und was wollte ich noch als drittes? Ist weg. Sonst fällt es mir wahrscheinlich gleich wieder ein. Und woran solche Sachen schon mal scheitern können vor Ort, das kam auch bei diesem Forum rum, ist, dass viele Kommunen bei sich noch irgendwo stehen haben auf Grundlage eines Beschlusses aus den 60er oder 70er Jahren, dass sie eine autofreundliche Stadt sind. Könnt ihr vielleicht mal nachgucken, ob das bei euch der Fall ist. Ja? Und dass man dann vielleicht das ein bisschen gerade rückt. Cool. Das ist ja eine Resolution, die gefasst wird. Ja? Also genauso wie du, was weiß ich, migrantenfreundlich oder sonst irgendwie was bist, kannst du ja eben auch genauso gut autofreundlich sein. Autofreundlich oder nicht? Es gibt einen Beschluss, Fahrradfreundlich. Bitte. Ein winziges Detail ist aber jetzt mit dem Gespräch mit der EFAG mir aufgefallen, hier in Essen. Die beschweren sich über fehlende Vorrangregelungen und Fahrspuren für Busse oder Sonderregelungen für Straßenbahnen an Kreuzungen. Und zwar nicht
um die Qualität zu erhöhen, sondern weil die Umlaufzeiten dadurch sinken. Ja. Und das ein ganz erhebliches Einsparpotenzial wirkt, wenn man dort, also das sind Details, ne? Das sind wirklich, da geht es um ein, zwei Minuten an einer Kreuzung, wo die Straßenbahn einfach länger steht. Und die sagen, sie könnten, wenn sie an, ich glaube, 10 Kreuzungen die Vorrangregelung anders machen würden, könnten sie auch direkt 10 Leute weniger, müssten sie 10 Leute weniger beschäftigen. Und das ist richtig viel Geld. Auch die Straßenbahnen, es müssen dann wegen der Straßenbahnen vorgehalten werden und so weiter, ja, okay, wegen der Bremsungen. Aber diese Schaltung der Vorrangregelung, das ist ja nun ein Problem, was mit der Stadt abzuklären ist, mit dem Straßenverkehrsamt. In Köln haben wir ja in einigen Strecken auch, ich bin zwar jetzt nicht für den Raum Köln, aber ich kenne es nicht im Raum Köln, weil ich da früher mal daran mitgearbeitet habe, das einzurichten. Da sind ja Vorrangregelungen für Straßenbahnen, die allerdings auf einem separaten Gleis fahren und dementsprechend nur für Kreuzungen wichtig sind. Da haben die Straßenbahnen Vorrang und dann stehst du dann als Autofahrer da teilweise 3 Minuten, 4 Minuten länger. Und das ist auch nur eine Frage der Ampelsteuerung, wie das umgesetzt wird. Ich wollte nur auf 2 Sachen hinweisen. Das kann massiv Geld sparen für andere Dinge. Und es ist eine politische Entscheidung, ob man autofreundlich ist, die Autos gut durchrutschen oder ob der ÖPNV qualitativ hochwertiger wird, weil man schneller zum Ziel kommt und auch noch Einsparungen erreicht dadurch. Also Vorrangregelungen sind ein enorm wichtiger Bereich beim kommunalen Verkehrsplanung. Das macht mehr aus, als man erstmal so denkt. Ne? Also man kann sich dadurch massiv Straßenbau oder sowas sparen, wenn man überhaupt diese Verkehrssteuerung, also die Ampelphasen und sowas richtig hinbekommt. Ich weiß nicht, ob wir hier sozusagen im Plenum da groß drüber sprechen können, weil es eben überall unterschiedliche Probleme gibt. Ich finde, Patrick Stieler aus Düsseldorf, der das hier macht, also nicht hier, sondern Düsseldorf macht, den Verkehrsplaner sehr gut, den hatten wir auch schon mal als Vortragenden erlebt. Der kann da viel zu erzählen. In Düsseldorf haben wir zum Beispiel sehr kurze Ampelphasen. Das ist einmal für die Vorrangschaltung Bus-Bahn gut, das ist für Autofahrer gut, das ist für Fußgänger gut, die kommen relativ schnell drüber. Das ist total schlecht für Fahrradfahrer. Und in anderen Orten hat man sehr viel längere Ampelphasen und da fällt das auch sehr viel mehr auf. Das hängt natürlich auch an der Stadt an, ob das gut funktioniert, ob man die grünen Wellen, für wen man die grüne Welle baut und so weiter und so fort. Einmal teilweise ist das alte Technik auf Vorrangschaltungsfähig umrüsten wahnsinnig teuer. Da machen dann einige nicht mit. Zum anderen werden solche Vorrangschaltungen teilweise gar nicht in den Städten gemacht, wo sie eingesetzt werden. Wenn wir für Krefeld sowas haben wollten, würde es in Düsseldorf gemacht werden müssen. Ich verstehe nicht wieso, es ist aber so. Mit dem Ergebnis, dass natürlich nichts passiert. Da einen Blick drauf zu werfen, nehmen wir das mit. Auf kommunaler Ebene blickt, ob man auf diese Verkehrsplanung als Vorrangschaltung und Ampelphase, was betrifft, lohnt sich, sag ich mal. Ja. Ich glaube nur, dass wir das hier nicht. Also wir haben jetzt auch keinen Experten vor Ort. Das ist ja auch ein spezielles Problem der Großstädte, was die Kreise nun gar nicht interessiert. Also bei uns kannst du keine große Vorrangschaltung machen. Wenn der sowieso die Landstraße entlang fährt. Ja? Also die Landstraße wird dadurch nicht kürzer, dass der Bus einen Vorrang hat. Gut. Ansonsten würde ich jetzt gleich eine Pause machen. Ich gehe vielleicht noch ganz kurz auf 2 Argumentationen ein, was die fahrscheinlose ÖPNV betrifft und sage nochmal, was wir im Landtag machen, damit wir die Themen Themen einmal aufgezählt haben. Wir haben ja sehr viel mit Thema fahrscheinloser ÖPNV vor allem überall geworben. Kannst mal weitergehen. Ich habe da noch nur mal die Impressionen, also auf Plakaten. Wir haben auch einen Flyer übrigens dazu, der jetzt schon ein bisschen älter ist, aber der dann eingesetzt wurde. Wir haben natürlich sehr viel dazu geschrieben, Vorteile zusammengefasst und wir haben auch noch eine weitere Aktion dazu gemacht in sehr vielen Orten. Das heißt, das ist natürlich ein Thema,
was für viele Piraten auch sehr wichtig ist und dass wir uns natürlich auch im Landtag kümmern, aber was natürlich auch immer so die Frage ist, wir haben jetzt viel über Finanzierung gesprochen, weil das auf kommunaler Ebene, wenn man es bespricht, immer sofort natürlich angesprochen wird. Ich gehe mal weiter. Ich habe hier nochmal kurz zusammengefasst, was man so im Grunde immer zuerst mal sagen muss, wenn es um fahrscheinloser ÖPNV geht. Es geht erstmal natürlich um eine Attraktivierung oder um einen attraktiven ÖPNV. Man muss wissen, wozu wollen wir überhaupt den ÖPNV haben. Das ist natürlich wichtig, einmal gut klassischerweise ökologische und klimapolitische Ziele, aber wir als Piraten setzen an erste Stelle Teilhabe und soziale Gerechtigkeit. Wir möchten, dass jeder mobil ist, Mobilität für alle, und wir setzen noch hinzu, es ist auch langfristige haushaltspolitische Verantwortung, auf den ÖPNV zu setzen. Und das Problem an der Sache ist halt, dass attraktive Angebote eine entsprechende Nachfrage benötigen. Aber die Nachfrage kommt nur, wenn attraktive Angebote da sind. Und das ist mal das größte Problem. Vor allem, wenn man dann auch noch zusätzlich die Aufgabe hat, das Ganze zu finanzieren, dann kommt man natürlich schnell darauf, ja, wir haben ja gar keine Nachfrage. Wir wollen ja keine leeren Busse durch die Gegend schicken. Aber wer fährt schon mit einem Bus, wenn er nur alle 2 Stunden kommt? Ja, das ist so die Problematik, die wir haben. Und wir haben enorm hohe Einstiegshürden derzeit für den ÖPNV. Der Umstieg auf den ÖPNV ist absolut kompliziert. Wir haben extrem hohe Preise für Einzeltickets, was natürlich daran liegt, dass die Abos günstiger sein müssen. Und im Grunde lebt, denke ich mal, die Nutzerfinanzierung von den Abos. Und wir haben komplizierte Wege zum Erwerb dieser Einzeltickets. Also selbst ich habe Probleme in einer fremden Stadt, obwohl ich mich mit ÖPNV jetzt eigentlich gut auskenne und sage, ich bin jetzt hier irgendwie so studierter Mensch und so, schnell einen Fahrschein zu ziehen, mit dem ich nicht schwarz fahre. Und viele Leute haben sogar Angst, schwarz zu fahren und fahren deshalb nicht mit dem ÖPNV. Und klar ist natürlich, wenn man das Auto hat, vergleicht man den Ticketpreis natürlich mit dem Spritpreis oder mit dem Preis im Parkhaus. Und da kommt man natürlich dann immer oder sehr oft auf die Sache, ist ja günstiger, jetzt das Auto zu nehmen. Da hätte ich mal eine Frage, um dieses Henne-Ei-Problem vielleicht mal zu knacken. Es gibt ja schon so Werbeangebote von Städten, wenn man den Kfz-Schein oder den Führerschein abgibt, dann kann man eine Zeit lang das Angebot kostenlos testen. Das geht ja schon so ein bisschen in die... mit dem Führerschein als... Ja, wie auch immer. Also man verzichtet aufs Auto und dann versucht man, Leute in die Bahn zu kriegen, um das jetzige Angebot besser auszufüllen. Man könnte doch mal einen Tag, einen Wochen-, einen Arbeitstag, das fürs ganze Land mal fordern, dass das freigegeben wird. Der komplette Ausfall vom Land bezahlt, ich weiß nicht, wie viel das dann am Tag, so einen Tag kostet, eine Ersatzfahrschein, Ersatzkosten vom Land dann. Und dann würde man ja einmal sehen, so punktartig, vielleicht, ob es eine Bewegung gibt. Keine gute Idee. Also ich finde es keine gute Idee, weil ich will dauerhaft mobil sein. Ja. Es bringt mir nichts, dass ich den ÖPNV testen kann für einen Tag oder für eine Woche, ist vielleicht ein bisschen effektiver. Letztendlich wirst du dann so einen Effekt haben, dass viele Leute, natürlich wird es viel ÖPNV geben, weil die Leute einfach mal zum Spaß fahren oder wie auch immer, aber nur wenige werden sagen, ja, für mich ist das eine dauerhafte Mobilitätslösung, also deswegen müssen wir meiner Meinung nach eigentlich im Fokus haben, den dauerhaften fahrscheinlosen Nahverkehr zu etablieren durch andere Finanzierungsformen. Das ist überhaupt nicht mein Grund. Also so ÖPNV testen kann ich ja immer. Naja, aber man könnte man das sagen, es gibt ja gar keine Nachfrage. Christian, und dann sage ich auch noch was dazu. Ja. Das wäre kontraproduktiv. Und zwar deswegen, weil die Infrastruktur darauf auf diesen Ansturm eben nicht ausgelegt ist. Und damit, ja, würde man eben nachhaltig Leute abschrecken. Ja. Und für einen Tag diese Infrastruktur zu schaffen, ist natürlich Quatsch. Nein, ja, aber wenn du sie langfristig schaffst und wenn du das mal hier und mal da probierst oder sowas, dann kommt man da bestimmt zum Ziel. Aber ansonsten ist das.
Also das funktioniert nicht und es schrecken dann die Leute an. Ich glaube, wo ich mir das vorstellen kann, wo ich mir das am ehesten vorstellen kann, ist tatsächlich in ländlich geprägten Räumen. Dass man da guckt, hey, cool, der Bus kommt zwar einmal die Stunde, aber ich fahre ja direkt in die Stadt und muss jetzt nicht irgendwo anders parken. Ich fände gar nicht so verkehrt, dann könnte man nämlich sagen, es ist Bedarf da und die derzeitige Infrastruktur ist so katastrophal unterdimensioniert, dass man da was tun muss und dadurch politischen Druck aufbaut, um zu sagen, so, das ist die eigentliche Nachfrage, die zu einem geringeren Preis da ist. Und dann könnte man da politisch nachhaken, um dann natürlich die Infrastruktur langfristig aufzubauen, den dann denkst du schon. Aber im Moment sind wir in so einer Abwärtsspirale. Es wird immer schlechter, die Preise werden immer höher, immer weniger Nachfrage. So, und also ich hab mir die 4 Wortmeldungen gerade gemerkt. Ich wollte auch noch darauf eingehen, die schlechten Erfahrungen sind ja nicht nur diese Einstiegshürden von Einzelticketkauf, sondern die schlechten Erfahrungen sind auch, wenn nämlich so ein fast nie Nutzer dann mal den ÖPNV nutzt, dann läuft garantiert was schief. Warum? Einerseits, weil er sich nicht auskennt und er vielleicht irgendwo falsch einsteigt, er nicht weiß, wo sind die Umsteigepunkte. Gerade hier in Essen haben wir so Sachen, dass man prima zurechtkommt im ÖPNV, wenn man weiß, dass man von der einen Haltestelle 50 Meter zur nächsten gehen muss. Das weiß aber niemand, der den ÖPNV nicht nutzt. Und weil Gelegenheitsnutzer immer mit dem ÖPNV fahren, was heißt immer, oft mit dem ÖPNV fahren, wenn es gerade problematisch ist, zu Silvester, zu Karneval oder irgendwann, wenn die Infrastruktur total ausgelastet ist, dann ist ja immer total voll, ist dann also praktisch das Fazit. Oder, also immer dann, oder halt wenn irgendwie Sturmschäden waren, wenn man mit dem Auto nicht weiterkommt oder sonst irgendwas. Und dann ist natürlich auch der ÖPNV überlastet, schafft schlechte Erfahrungen und da würde ich jetzt Christian recht geben, das ist ein Problem. Wir haben an anderer Stelle aber zum Beispiel, habe ich jetzt auch gelesen, weil auf der Seite der Vestischen Straßenbahn, wo wir hier Leute aus der Gegend haben, dass es gibt auch in anderen Orten in NRW, dass zum Beispiel einen Monat lang ein kostenloses Ticket oder praktisch ein Monat frei für Neubürger in der Stadt gibt. Das ist eine gute Idee, weil dann fahren ja nicht alle gleichzeitig und Leute haben die Möglichkeit, in diesem Monat das ÖPNV-System der Stadt oder des Kreises kennenzulernen. Und das halte ich zum Beispiel für eine ganz hervorragende Idee. Wenn es das bei euch noch nicht gibt, kann man das sicherlich auch gut mal vor Ort anmerken. Und da kann man sicherlich auf der Weise was machen. Ansonsten komme ich natürlich gleich daran, dass das Henne-Ei-Problem grundsätzlich mit so einem fahrscheinlosen ÖPNV gut zu knacken ist. So, jetzt habe ich mir gemerkt. Zwei Sachen, die als Argumentationshilfen immer ganz gut sind. Das eine, ich habe das jetzt kürzlich erfahren, wir hatten eine durch Krefeld laufende Bahn, ich glaube die Verbindung von Düsseldorf über Krefeld zum Niederrhein, deren Taktrate verdoppelt worden ist. Zu der Zeit, als die noch mit einem geringeren Takt gefahren ist, waren die Bahnen auch in den Stoßzeiten relativ leer, reichlich Sitzplätze. Als die Taktzeit verdoppelt wurde, wurden die Bahnen auf einmal so voll, dass du nur noch gequetscht stehen konntest darin. Das heißt, die Taktrate kann man jetzt ohne weiteres nochmal verdoppeln. Und dann fahren die Leute wieder bequem. Das war das eine. Und das andere ist, zu meiner Kindheitszeit, ich bin da zur Schule gegangen, so ganz genau weiß ich ja nicht, wird 50 Jahre her sein, so die Größenordnung, gab es in Köln mal eine Untersuchung für die städtischen Verkehrsbetriebe, die in Auftrag gegeben haben, um herauszufinden, was sind denn eigentlich die Abgabe- und Folgekosten eines Einzeltickets. Also wie viel kostet uns die Tatsache, dass da jemand so ein Pappkärtchen in der Hand hat, dass der ja, die Kosten muss derjenige ja mitbezahlen, obwohl er eigentlich nur fahren will. Der Pappkarton und die Tatsache, dass man hinterher, die liegen dann vor den Straßenbahnen, man muss gereinigt werden und so weiter, kontrolliert werden, geknipst werden, Stempelkissen und Automaten in Gang halten und. Das Ergebnis war, dass dann irgendwo mal durchgesickert ist, dass das in der Größenordnung 50% des Abgabepreises waren, dann ist die Studie ganz schnell verschwunden. Ich habe das nur um die Ecke rum erfahren, weil ich mit Leuten zu tun hatte, die damit zu tun hatten. Und ich kann auch nicht mit Sicherheit sagen, dass das wahr ist. Ich kann auch nicht mit Sicherheit sagen, dass wie viel circa 50% ist. Aber es muss so eine hohe Zahl gewesen sein, dass das jedenfalls in der Zeitung erwähnt wurde, dass es Studien gibt, aber niemals Ergebnisse kamen.
Also muss das sehr viel gewesen sein. Ich stelle die These aus, dass sich das Einzelticket sowohl für die Verkehrsbetriebe als auch für die Fahrgäste nicht lohnt, aber dass es halt da ist, damit man halt die Abos verkaufen kann. Ich weiß jetzt, Christian noch sich gemeldet hatte? Oder hat ja, ich wollte nur sagen, dass ich ihm auf der politischen Ebene durchaus recht gebe, dass das Ganze nur, sagen wir mal, vom Marketing her eben schwierig ist, weil man damit mehr Leute vergraut, nachhaltig vergraut. Und auch ansonsten als Forderung finde ich das erstmal auch völlig in Ordnung. Ja. Und die anderen Sachen spare ich jetzt mal. Diese Studie, die du gerade angesprochen hast, die hat man auch herangezogen, 2009 schon. Und da hat man tatsächlich festgestellt, wenn man jetzt alle Fahrkartenautomaten und alle Kontrolleure abschaffen würde, ja, also der Personaleinsatz, der nur für die Fahrkarten, dann würde man also quasi gar nicht mehr kontrollieren, keine Fahrkarten mehr ausgeben würde, dann würde man sogar Personal für Service bereit haben, so viel Geld einsparen, dass man Personal für Service, damit solche Sachen hier 50 Meter weiter umsteigen und so weiter, dass die dadurch bezahlt werden. Also 2009 war das. Mir liegt eine Studie vom VCV vor, wonach 8-15% der Fahrgeldeinnahmen Vertriebskosten sind. Mehr ist für heute Bedingungen real. Das macht den Bock nicht fett. Also im Endeffekt. Wobei das natürlich mit Abos ist. Ja, Moment. Ja. Die gesamte ist schon ja, okay. Aber die gab es damals in Köln quasi nicht. Ich nehme jetzt ganz kurz zwischen Christian an, dann gehen wir da hinten weiter. Du wolltest noch was sagen dazu? Ich wollte auch nur die Studie. Dann, ich weiß gar nicht, deinen Namen habe ich gar nicht parat. Aus? Oberbergischer Kreis. Ja. Du hattest dich auch noch gemeldet, das ist allerdings jetzt wahrscheinlich schon länger her. Nee, okay. Dann Bochum. Achso, nee, das bei mir hat es auch mittlerweile erledigt. Es wurde schon mal am Rand angesprochen, aber ich finde es halt ein bisschen problematisch, dass wenn sich so ein Verkehrsverbund überlegt, was mit ihren Tarifen machen, mit ihren Angeboten, wo sie fahren, dass sie sich eigentlich immer nur an dem orientieren, was schon an Nutzern da ist und nie an potenziellen Neukunden. Die kommen in der Überlegung nie vor und deswegen, wenn man mal Bus fährt, ist es eigentlich immer für Neukunden eine Katastrophe. Das ist noch nicht mal dann attraktiv, wenn es kostet, weil ich auch dann immer noch einen falschen Bus anstelle. Wenn ich eine Abend aus dem Hauptbahnhof komme und will nach Hause fahren, weiß ich noch nicht mal, auf welcher Seite der Straße ich mich anstellen muss, weil ich das nicht schaffe, den Busparkplan zu übernehmen. Das ist einfach unfassbar schlecht. Und das ist, wie du sagst, du stehst halt auch oft vor den Automaten und denkst, was wollen die von mir? Ich habe schon gesehen, wie japanische Touristen in Düsseldorf die Straßenbahn verpasst haben, weil sie es nicht geschafft haben, eine Fahrkarte zu ziehen. Das ist eine Katastrophe, weil sie immer nur mit den Nutzern reden, die sowieso schon dabei sind. Ja, im Märkischen Kreis haben wir das, hat die MVG das mal, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre her gemacht, Fahrzeugschein. Man musste wirklich den Fahrzeugschein vorzeigen. Es gab dann auch Beispiele, ich kenne den Prokuristen, da kamen die Leute an beim Busfahrer und haben Schlüssel hingehalten. Ja, Schlüssel hast du im 12422. Ja, Fahrzeugschein nur eine. Das ist auch ganz gut angenommen worden. Das Grundproblem ist, da gab es dann auch Einschränkungen, glaube ich, nur ab 9 Uhr. Weil wir haben jetzt das Problem, ein Schulstandort ist geschlossen worden, jetzt müssen die Schüler transportiert werden, wir wissen nicht, ob wir noch Busse haben. Ja, also wir müssen im Zweifelsfall Busse kaufen und Fahrer einstellen, damit wir dann die Schüler gefahren kriegen. Das ist dann das andere. Also es ist von vornherein so gemacht worden, ich schiebe das so 9 Uhr Tagesticket aus den Kapazitäten raus. Das Problem bei den Tarifen haben wir in Lüdenscheid, wir haben zwei Tarife, Kurzstrecke, drei Haltestellen, 1 Euro und 2,90 in die ganze Stadt. Fertig, aus. So. Das geht relativ einfach. Probleme sehe ich immer dann, wenn die Leute irgendwo bei der Bahn stehen, ein Bahnticket kaufen nach Dortmund, weil sie dann auf einmal einen Verbundtarif haben, irgendwo 15 Euro Tagesticket hin und her. Oder dann kommt natürlich die Bahn und versucht, ihre eigenen Tarife da zu verkloppen und dann gibt es Ärger. Weil was ist denn jetzt Verbund und Bahn? Ich fahre doch mit der Bahn. Da kommt jetzt der rote Zug. Nee, ist ein Verbundticket. Ja, und dann geht das Theater los, Tagesticketgruppe etc. Dann wird es schwierig. An der Stelle könnten wir, das weiß ich aus vielen anderen Gesprächsrunden, sehr lange sogar weiter diskutieren, weil an der Stelle gibt es tausende von Problemen, vor allem in NRW, überhaupt Kragentarife, Übergangstarife und überhaupt, es gibt, also man könnte es ja eigentlich viel einfacher machen. Ich kürze es an der Stelle ab. Ich
könnte auch noch viel zu Fahrstandards der PNV sagen, nur ganz kurz die Zusammenfassung, was ich eben schon sagte, wir brauchen halt Initiativen eigentlich vor Ort, wenn was ist, müssen dann Zusammenspiel mit Rahmenbedingungen durch das Land machen. Das ist im Grunde die Sache der Zusammenarbeit, die passieren muss. Die Initiativen vor Ort müssen natürlich nicht von Parteien ausgehen. Sie sind natürlich stärker, wenn man noch andere Verbündete hat. In Bonn gibt es eine interessante Initiative zum Thema Bürgerticket, die das so nach der Monheim-Manier aufzieht. Und worauf ich noch zum Schluss hinweisen möchte, man braucht immer noch flankierende Maßnahmen. Das heißt, so ein einfach nur fahrscheinlose PNV ist am Ende wahrscheinlich nicht erfolgreich. Wenn man jetzt hasselt, die belgische Stadt, die wahrscheinlich alle mittlerweile irgendwie kennen, heranzieht, dann sieht man, die haben durch diesen sukzessiven Ausbau des ÖPNV aber auch ganz viele andere Maßnahmen gemacht, um die Innenstadt attraktiver zu machen, haben irgendwo dort halt auch Verkehrsraum und auch Parkplätze zurückgebaut und haben dort eine attraktive Innenstadt aufgebaut, sodass Leute extra nach Hasselt zum Einkaufen fuhren, was sie vorher nicht gemacht haben. Das hat auch zum Erfolg beigetragen. Flankierende Maßnahmen sind mal sehr wichtig. Und ich möchte dann jetzt ganz zum Schluss, Carsten, weiter noch kurz darstellen, was wir im Landtag gerade auf der Agenda haben, nur damit ihr die Themen kennt. Das hier war mal, bevor wir die Enquete-Kommission beantragt haben, so eine Timeline, die ich erstellt habe, was wir bis dahin gemacht haben. Da hatten wir dann gerade den Antrag Sozialticket gestellt und wollten dann zur Enquete rüberkommen. Und jetzt haben wir halt diese Enquete-Kommission laufen. Darüber kann man sich im Internet auf den Seiten des Landtags auch natürlich gerne informieren. Moni hat eben gesagt, sie erzählt in ihrem Slot noch, wie man an Dokumente im Landtag rankommt. Ihr könnt im Grunde alles, was wir öffentlich an Dokumenten haben, auch einsehen. Und das meiste, leider halt nicht alles von der Enquete-Kommission, aber das meiste insgesamt, was wir im Landtag machen oder was wir an Material haben, ist auch öffentlich erhältlich. Man muss so wissen, wo. Das machen wir aber, glaube ich, jetzt nicht hier als Info. Stellt ihr die Präsentation? Die stellen wir zur Verfügung. Ja. Und gut, da kann man natürlich sehen, was wir jetzt in der Enquete machen. Wir haben zumindest immer unter Aktuelles so, welche Leute wir eingeladen haben, was wir besprochen haben. Das kann man sehen. Und auch viele Präsentationen, die wir gezeigt bekommen, kann man online runterladen. Anhörungen werden auch öffentlich gemacht, aber die Sitzungen an sich sind nicht öffentlich. Normaler, also was heißt, bei den letzten Enquete-Kommissionen waren auch Anhörungen nicht öffentlich, aber das haben wir zumindest dann sozusagen hinbekommen, auch dass die Gutachten veröffentlicht werden, sobald sie da sind. So, und jetzt zum Abschluss, letzte Folie, noch was wir ansonsten haben. Wir haben jetzt, als kleiner Hinweis, jetzt fürs nächste Plenum vorbereitet, ist noch nicht abgestimmt, das kommt jetzt am Dienstag, jetzt fürs Plenum vorbereitet zwei Anträge. Einmal zum Thema Semesterticket, weil es da gerade vor allem in der Ruhrregion und in Düsseldorf, Wuppertal hat sich ja schon dafür entschieden, Urabstimmungen geben wird, ob man das Semesterticket mit Preiserhöhung annehmen möchte oder ob man das nicht tut an den Universitäten. Dazu erzähle ich gerne im Anschluss oder in der Mittagspause auch noch was. Dann haben wir noch einen Antrag zum Thema autonomes Fahren und ÖPNV. Das spielt stark in den Bereich Mobilitätskonzept statt nur ÖPNV rein. Was gibt es für Entwicklungen in Zukunft und wie sollte denn eigentlich die Verkehrspolitik damit umgehen? Denn wir sehen, dass die Verkehrspolitik da sehr im Land sehr uninspiriert damit umgeht. Sie sagen sich, oh, autonomes Fahren kommt, das ist doch ein guter Standortfaktor für uns. Wir müssen unsere Autozuliefererunternehmen stärken, dass das auch Bedeutung hat für, wie wir in Zukunft Mobilität erleben, ist irgendwie nicht so richtig auf der Tagesordnung des Landesverkehrsministeriums und des Bundesverkehrsministeriums auch nicht. Da wollen wir mit diesem Antrag was gegen tun und das könnt ihr uns auch jetzt gleich gerne noch drauf ansprechen. Sozialticket, hatten wir einen Antrag, hatten wir eine Anhörung zu, wurde hier auch angesprochen als wichtiges Thema. Interessant zu wissen ist, dass es ja Ende 2015 ausläuft, das Pilotprojekt. Wir hätten natürlich dann gerne ein besseres Sozialticket im Anschluss.
Es könnte natürlich auch sein, dass es gar kein Sozialticket mehr gibt. Diese 30 Millionen Euro sind sehr begehrt. Diese 30 Millionen Euro sind bis auf die Ausbildungsverkehrspauschale das Einzige, was das Land wirklich für den ÖPNV ausgibt. Das andere kommt alles vom Bund und wird durchgeleitet. Außerdem haben wir natürlich dauernd im Plenum oder auch im Ausschuss Themen wie Pkw-Maut, gab es zweimal schon im Plenum akut was für, und wir sind an dem Thema natürlich weiterhin dran, auch aus Datenschutzgründen. Verkehrswende generell, marode Infrastruktur, Brücken ist ständig Thema. Finanzierung wie Regionalisierungsmittel, was wir ja angesprochen haben, natürlich auch. Und zum Verkehr gehören ja auch Flughäfen und Lärm und sowas. Und auch sowas wie Güterschienenverkehr. Das haben wir und behandeln wir aktiv natürlich auch im Land. Und für manche von euch ist das vielleicht auch ein kommunales Thema, wenn ihr einen Flughafen in der Nähe habt oder zum Beispiel an der Betüwe-Linie oder sowas seid. Gut, das wollte ich nur noch mal an die Wand werfen. Wir haben jetzt, glaube ich, wir haben jetzt 13 Uhr und machen, glaube ich, an der Stelle, ja, reicht es eine halbe Stunde zum Mittagessen oder brauchen wir mehr? Jetzt ist mal die Frage, bevor ich da unten. Also dann sage ich, dann treffen wir uns aber pünktlich um 13.40 Uhr hier. Klappt das? 13.40 Uhr. Und dann glaube ich, machen wir eine kleine Methode, damit wir auf jeden Fall die Themen, die vor Ort noch so drücken, sehr schnell durchhaben, ohne große Redeliste, damit wir es zumindest sozusagen gesammelt haben und gucken dann, was wir noch behandeln können. Drei Dinge versuchen möglichst, ja, auch durchaus etwas komprimiert durchzukriegen. Und zwar erstens sammeln, das können wir nämlich machen, auch noch beim Eintrudeln, erstmal sammeln, was vor Ort eigentlich im Bereich Verkehr ihr schon gemacht habt, ob ihr schon irgendwelche Anträge gestellt habt. Ich würde es einfach gern mal, erstens wollte ich mit Karteikarten machen, aber ich glaube, es können wir einfach mit Flipchart machen. Einfach mal auflisten, was gab es denn bei euch vor Ort, damit wir das wissen. Einmal damit wir im Land das wissen, aber damit ihr auch gegenseitig wisst, was gab es denn schon für Initiativen. Also ein paar sind mir bekannt im Verkehrsbereich, deshalb es gibt auf jeden Fall was. Und dann wollte ich einmal ein spezielles Brainstorming-Verfahren machen, wo wir vielleicht relativ schnell, ohne breit zu diskutieren, Ergebnisse haben, was man denn in Angriff nehmen könnte gemeinsam. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir die Zeit finden, hier nochmal durchzugucken und vielleicht auch andere Themen, die jetzt vielleicht aufgekommen sind, ob wir hier noch einmal über spezielle Sachen sprechen müssen. Wir haben vieles angesprochen, aber eben nicht alles. Und ich glaube, mit dieser Sammlung können wir tatsächlich einfach anfangen, ohne dass jetzt alle da sein müssen. Dann steht das nämlich schon mal hier. Ich fange einfach an der Ecke an. Wenn ihr noch nichts im Verkehrsbereich gemacht haben solltet, an Anträgen oder sonst irgendwelchen Initiativen, dann ist das halt so. Schreiben wir es nicht auf, aber... Schön, dass du den fragst, der am Mittwoch erst anerkannt ist. Ah, ist denn was bekannt bei euch? Bad Salzuflen, ja. Ja, unsere Fraktion ist endlich mal anerkannt worden. Jetzt können wir so langsam anfangen zu arbeiten. Zum ÖPNV bei uns, es gab verschiedene Richtungen. Da man ein Dorf ein bisschen mehr touristisch nutzen möchte, das möchten sie jetzt ein bisschen ausbauen. Und halt dadurch, dass Bad Salzuflen halt eine Kurstadt ist, möchten sie halt die Kurleute oder die Kurgäste halt auch ein bisschen weiter damit eingreifen. Hauptproblem ist da aber, dass an dem Dorf im Moment 3 Busse pro Tag hin und her fahren und dass das von daher dann höchstwahrscheinlich auch schon wieder scheitern wird. Also sie müssten den ÖPNV um 200% ungefähr steigern, damit das da auch nur ansatzweise funktionieren würde. Nur so viele Leute mitfahren, ist ja auch die Frage.
Bad Saarbrücken hatte ich, glaube ich, aber sogar schon eine Anfrage mal. Aber es ging nicht um ÖPNV, sondern um Brücken. Und ja. Ja. Also, ja. Machen wir beim Mal weiter. Kreis Recklinghausen hatten wir jetzt die Diskussion um die E-Scooter aufgegriffen und da die Aufhebung des Beförderungsstopps gefordert, quasi parallel zu der Resolution des Landesbehindertenbeirats. Wir hatten uns da an den Forderungen orientiert. Und obwohl ja, der Sozialausschuss im Landtag ja das Ding angenommen hat, hat der Kreis, wo die gleichen Parteien lustiger natürlich drin sind, im Kreistag. Aber das interessiert die nicht, die Sicherheitsbedenken, die da seit dem VDV-Gutachten im Raum stehen, die seien so schwerwiegend und da könnte man jetzt auch nichts machen. Also auch nicht übergangsweise so einen Ersatzverkehr mit Behindertentransportern einrichten, das wurde abgelehnt. Und seitdem ja, werden eben seit Anfang Januar keine E-Scooter mehr, ich glaube schon im Dezember, weiß jetzt nicht ganz genau, keine E-Scooter mehr von der Festischen befördert. Der Antrag ist bei der Kommunalliste rumgegangen, ne, zum Kopieren. Also, ihr seid selbe Stadt. Dann wer von euch? Achso, ich dachte, wir gehen jetzt einfach rum. Okay, gut. Dann nehmen wir erst den Märkischen Kreis. Ja, wir haben Anträge nicht, weil wir haben momentan zwei Themen. Das eine ist die Aufstellung eines neuen Nahverkehrsplans. Im Zusammenhang ist auch dann sozusagen Sozialticket da mal aufgestellt und Jobtickets. Wo das natürlich dann von der SPD viel mehr dann gleich wieder in die Kammer gefördert wurde. Und das andere Thema ist Verkehrsverordnung 1370, dass wir auch in Zukunft noch in der Lage sind, eine Direktvergabe zu machen und das Ganze Theater nicht austragen müssen. Also die entsprechenden Kulturerinnerungen beim örtlichen Treiber umzusetzen. Das ist dann auch alles entsprechend durchläuft. So, als Thema würde ich noch ergänzen wollen, dass es nicht nur an Tag gebunden ist, natürlich der Ausbau A52 ist für die Region das entscheidende verkehrspolitische Thema im Moment, was die Debatte beschäftigt. Ja, wobei es wahrscheinlich schlecht zu kopieren ist, zum Beispiel in OWL. Recklinghausen auch, ne? Auch Kreis? Ja. Ja. Noch was zu ergänzen? Dann kommen wir jetzt. Ja, wir hatten jetzt unseren ersten verkehrspolitischen Antrag im Ausschuss. Das ging halt um eine besondere Buslinie, um Aachen an die umliegenden Badeseen anzuschließen. Das wurde halt einfach abgebügelt von der Verwaltung. Aber begründet, ja, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so dramatisch. Aber zum Thema neue Nahverkehrspläne, beziehungsweise in Aachen wird im Moment auch noch einen Verkehrsentwicklungsplan aufgestellt. Und da arbeite ich halt auch mit. Und das ist halt sehr interessant, weil man da sehr grundlegende Themen behandelt und in einem sehr kleinen Kreis die eigene Stimme schon sehr viel Gewicht hat. Und das ungeachtet der eigentlichen Verhältnisse im Rat, kann man da einen sehr großen piratigen Einfluss entfalten, wenn man das geschickt anstellt. Und bei den Initiativen vor Ort, das stammt jetzt überhaupt nicht von uns, weil Aachen ist da eigentlich selbst relativ aktiv, auch ohne uns. Wir haben halt jetzt ein interessantes Projekt mit einem Pedelec-Verleihsystem am Laufen. Das ist studentisch gestartet und die wollen das sehr groß aufziehen. Da ist 1000 Liter in der Station zu haben. Ist für euch wichtig, wenn ich die Städte dazu schreibe, damit wir Ansprechpartner haben? Oder habt ihr das im Blick für alle Fälle? Sonst schreibe ich jetzt hier kurz mal hin, vor allem da, wo es natürlich jetzt relevant ist, Nahverkehrspläne gibt es natürlich überall, wobei, gut, jetzt wissen wir, warte mal, welcher hat sich nochmal damit, Märkischer Kreis war das, ne? Hatte sich damit beschäftigt und
In Köln ist es gerade Thema, deshalb schreibe ich das mal dazu. Und gut, das ist Ausbau A52 oder neue Linien ist vielleicht nicht so der, wo man die Städte braucht. Verkehrsentwicklungspläne war auch Aachen als Tipp. So, dann machen wir da weiter, dann bei Christian Dortmund. Ja, also Essen von der Partei her keine Anträge gestellt. Von der Initiative, von den Initiativen, das ist eine sehr weit als die Initiative von der DG 45, die als Hauptaugenmerk ein bezahlbares Sozialticket hat, werden auch unterstützt von den Gewerkschaften. Aber man kommt da einfach nicht weiter, weil die großen Parteien das einfach dann aufgrund ihrer Mehrheitsverhältnisse einfach abbügeln. Wir hatten genügend Themen wie zum Beispiel Behinderten- oder behindertenfreier Zugang, roter Punkt, was auch immer. Aber das hängt alles so ein bisschen hinterher, weil das durch die GroKo, die hier in Essen unumstritten herrscht, das dann einfach abgeben will. Ach, ich wollte das eigentlich unter Sozialticket schreiben, was sie hingeschrieben hat. Ja, ist ja egal. Gut. Christian Dortmund. Ja, Dortmund. Ausbau B1 A40, Ausbau OB3A, Lärmschutzflughafen. Warte, was war der zweite? Das war der zweite Ausbau? OB2A. Da musst du mir mal gerade erklären, was das ist. Ja, das ist eine Ost-West-Verbindung, OB. Ah. Und da geht es im Wesentlichen darum, eine Bundesstraße weiterzuführen, im Wesentlichen Richtung die Anbindung nach Osten, Richtung Nord. Okay. Und das letzte war, das dritte, was du gesagt hast? Flughafen. Ja, genau. Den Flughafen aufbauen. Lärmschutz am Flughafen. Mhm. Und ein ganz großes Ding, Anbindung, neuer Verladeterminal, Hafen und Logistikzentren. Also Flughafen, ich schreibe hier mal dazu, Siegburg und Karst, weil ich weiß, dass das da auch ist. Großes Thema ist vor allem in Karst. Und Verladeterminal und Hafen werden wir jetzt bei Krefeld wahrscheinlich auch noch was hören. Ich wollte gerade sagen, das bei uns auch natürlich. Wobei wir uns da fast ausschließlich im Rahmen des Umweltausschusses oder der Umweltfragen mit beschäftigt haben bisher. Gibt intern und noch nicht nach außen kommuniziert, in dem Zusammenhang aber auch Vorstellungen von Vorschlägen, die wir machen wollen, zusätzliche Autobahnausfahrt, zusätzliche Parkplätze und Ähnliches. Ist aber alles noch nicht spruchreif, ist auch bisher nur innerhalb der Piraten besprochen, müsste in der Ratsgruppe noch von die Partei abgesegnet werden, sehr Zukunftsmusik. In Krefeld gibt es noch aus der vorherigen Legislaturperiode und weiterlaufend ein Ding, das nennt sich Bahngipfel, der da geplant ist. Dabei geht es im Prinzip um ein Konzept der Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden, VRR und verschiedenen Verkehrsträgern, vor allem der Bahn, die den Regionalverkehr deutlich zu verbessern. Das heißt, Taktfrequenzen erhöhen, eine Anbindung zwischen Flughafen Düsseldorf und Krefeld zu schaffen, also relativ langfristiges Ziel natürlich, und ähnliche Dinge. Und in dem Zusammenhang auch Alternativtrassen, also Neubau mit Lärmschutz als Ersatz für alte Trasse ohne Lärmschutz, weil den Lärmschutz für die alte Trasse kriegt man einfach nicht, unvernünftigerweise. Und da gibt es eine sehr weitgehende Zusammenarbeit zwischen allen Parteien, die im Moment ausgesprochen konstruktiv ist.
Jeder redet mit jedem und jeder respektiert jeden. Auch mit der Verwaltung funktioniert das gut. Wir werden sehen, wo es weiterhin geht. Im Moment steht an, dass wir da noch weitere Details eruieren, ein bisschen planen, festklopfen und dann ein Gespräch mit Bahn- und Nachbargemeinden anleiern. Gut. Dann, Dieter ist jetzt auch da. Obwohl, du kannst gerade zum RVR vielleicht noch was sagen. Dortmund, ja, Ergänzung? Ich ergänze das auch gleich mal mit dem RVR. Also Bahnhofsmodernisierung. Was die? Bahnhofsmodernisierung. Ja. Ich nehme jetzt mal die zweite Seite. S-Bahn-Taktumstellung. Und RS1. RS1. Ach, der Rad, ja, jetzt habe ich, weiß ich was. Vielleicht schreibe ich dazu Radschnellweg. Sehr gut. Dieter, hast du was zu ergänzen? Ja, RS2. Das, der ist jetzt gerade in der, also in der allerersten Phase. Essen Richtung Norden irgendwo. Gut, dann fangen wir hinten in der Reihe an. Wir dann aus Gelsenkirchen raus. Achso, mittlerweile muss ich wahrscheinlich erzählen, was wir machen. Ich stelle gerade einfach mal durchgehend einfach so, dass jeder mal kurz sagt, was vor Ort für Initiativen zum Thema Verkehr schon gelaufen sind. Wenn ich richtig sehe, haben wir erst einen mal genannt bekommen, wir haben einen konkreten Antrag gestellt, den man vielleicht kopieren könnte auch für andere kommunale Bereiche, aber damit man mal sieht, wo ist denn was Thema und mit wem kann ich mich austauschen, wenn ich praktisch schon eine Erfahrung, die vielleicht gesammelt wurde, profitieren möchte, einfach so einen Überblick. Neue Wege zum Wasser. Von welcher Stadt? Essen. Essen auch. Neue Wege zum Wasser. Ein sehr geiles Projekt, weil es viele Dinge miteinander verbindet, unter anderem Integration in den ersten Arbeitsmarkt wird SB heißt das, glaube ich, ne? Gefördert, ja. Massiv, also bis zu 90% kann man sich was abgucken, kommt nicht von uns. Aber auch guter Hinweis. Ich habe einen Punkt, und zwar ist es jetzt nicht eine Initiative von uns vor Ort, sondern etwas, ich sitze in der Bezirksvertretung und wenn ich mir andere Bezirksvertretungen anschaue, es gibt ganz, ganz viele Anträge, häufig von der CDU, zum Thema Parkplätze und genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Für mich ist das immer so problematisch, weil die Menschen, die zucken natürlich immer darauf, auf solche Anträge. Weil das ist dann ja immer, Hauptsache vor meiner Tür ist ein Parkplatz. Aber wie man dann vernünftige Anträge dagegen setzt, die dann auch auf den Bezirk zugeschnitten sind. Ich schreibe jetzt mal hier hin, ansonsten wollte ich die Themen jetzt erstmal einfach sammeln. Was gegen die CDU-Parkplatzanträge? Als Stichwort. So. Haben wir noch was? NFO gibt es auch nichts. Also nichts Initiativmäßiges. Wir haben nur lediglich jetzt gerade die Situation, dass unsere Verkehrsgesellschaft in Zukunft stark umstrukturiert werden soll, möglicherweise in die Bogesta integriert werden soll. Und das ist ein Thema, wo wir uns natürlich einbringen müssen und wollen. Und im Moment sieht es da so aus, dass wir dieses Picture sehen und sagen, je weniger Verkehrsgesellschaft es gibt, desto geringer sind dort beispielsweise die Overhead-Kosten, sodass wir einer solchen Maßnahme zustimmen, auch wenn sie aus der auch wenn sie aus der Sicht des Kreises möglicherweise weniger Einfluss beispielsweise über Aufsichtsrat hat. Und, aber da muss man es ein bisschen sehen. Und ich hatte, eine Sache ist mir aufgefallen,
es soll ein Jobticket eingeführt werden. Zu Jobtickets können wir vielleicht gleich nochmal kurz hören, ob da irgendjemand was hat. Und dieses Jobticket sollte 50% bezuschusst werden. Und dann stand da etwas von kostenneutral. Und dann habe ich eingeworfen im Ausschuss, ob denn nicht ein 100% finanziertes Ticket, also fahrscheinloser ÖPNV für Mitarbeiter der Verwaltung oder des Kreises, überhaupt mal bedacht worden ist. Denn meiner Meinung nach ist gerade das kostenneutral, während ein 50%iger Zuschuss ja Geld sogar reinbringt in den Kreishaushalt. Und ob das nicht irgendwie ein bisschen, ja, wenn wir mit leeren Bussen durch die Gegend fahren, wieder Geld von den Mitarbeitern quasi reinzuholen, nicht verrückt wäre, sodass man die Mitarbeiter auch einfach frei fahren lassen könnte. Auf der anderen Seite könnte man das natürlich kritisieren, weil die Mitarbeiter sich das Ticket eigentlich leisten können. Aber Jobticket ist auf jeden Fall interessant für mich. In der Verbindung vor allem auch zum Beispiel mit Parkraumbewirtschaftung. Ministerien in Düsseldorf zum Beispiel haben zumindest teilweise die Lösung, dass man nur dann auf den Parkplätzen parken darf, wenn man auf den Mitarbeiterparkplätzen, wenn man ein Jobticket hat. Das ist sozusagen der Parkausweis. Ja, das ist ja der Trick. Zum Thema, ich möchte jetzt nicht groß darauf eingehen, aber zum Thema Zusammenarbeit Verkehrsgesellschaften kannst du uns beide bzw. mich auch gerne nochmal so ansprechen, wenn das bei euch akut ist, weil wir da uns auch mit beschäftigt haben und auch mal so mitbekommen haben, dass eben auch nicht die Logik nicht unbedingt sein muss, dass man nachher Kosten spart, weil du baust ja in den meisten Fällen einfach was drüber. Ne? Die Diskussion können wir gerne dann auch mal, oder auch alle, die es betrifft, oder wenn Essen zum Beispiel da auch Interesse hat, auch nochmal so führen. Gut, habe ich jemanden noch vergessen? Ich meine, ich hätte alle. Dann haben wir hier einen guten Überblick, was für Themen vor Ort bereits anliegen. Wir haben einen guten Überblick, was euch an Themen interessiert oder was ihr auch hier noch sozusagen bearbeiten und erfahren wollt. Ich weiß, wir haben noch nicht alles hiervon durch. Vor allem das hier, Mobilitätskonzept statt nur ÖPNV, ist wahrscheinlich ein Gebiet. Da müssen wir nochmal eine Sonderveranstaltung, eine Folgeveranstaltung für machen. Finde ich auch sehr wichtig eigentlich. Ich würde jetzt gerne noch, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir direkt haben, aber ich würde gerne noch ein Brainstorming machen und zum Thema, wo können wir denn zusammen dran arbeiten? Und damit das so ein bisschen, damit wir das jetzt nicht hier so als Frontalsache machen, sondern damit sich Ideen sehr schnell austauschen, teile ich jetzt mal für jeden so einen Zettel aus. Bitte einmal weitergeben. Und ich erkläre gleich, was das für einen Sinn macht. Achso, du brauchst ja nur einen. Weitergeben ist nicht mehr, weil da hinten ihr habt. Hat jeder? Okay. Sinn und Zweck ist. Vielleicht natürlich auch zu viele davon. Sinn und Zweck ist, ganz schnell sich mal zu überlegen, was hätte ich denn gerne für gemeinsame Initiativen, also A52-Ausbau zum Beispiel, gut, da könnt ihr mit uns im Land drüber sprechen und auch mit den Nachbargemeinden, aber ist wahrscheinlich nicht so NRW-weit sinnvoll. Was für gemeinsame Initiativen sollten wir vielleicht mal angehen, wo wir gemeinsam dran arbeiten, uns vielleicht auch ein bisschen abstimmen? Was wäre denn da eine tolle Sache im Bereich Verkehr? Vielleicht auch so ein bisschen Bau- und Stadtentwicklung. Was könnte man dann toll tun? Einfach mal drei Vorschläge sich ausdenken. Die können auch total bescheuert und blöd sein. Und die tragt ihr in die obersten drei Kisten ein. In die obersten drei Kästen tragt ihr eure eigenen drei Vorschläge ein. Wie gesagt, nicht allzu lange drüber nachdenken, einfach machen. Und wenn ihr da drei Dinge da reingeschrieben habt, dann kurz mal aufstehen, gucken, was haben die anderen. Und sich von anderen Blättern noch bis zu sechs, also wenn ihr es nicht ganz voll kriegt, okay, bis zu sechs weitere Vorschläge klauen
und dann nochmal drauf gucken. Also Vorschläge, die ihr jeweils am besten findet von dem Blatt. Und dann drauf gucken nochmal und zu überlegen, okay, von denen, die ich jetzt gesehen habe, ihr habt dann am Ende nicht alle gesehen, aber ihr habt mal geguckt, was haben andere, und von denen sucht ihr euch dann den Besten aus, und das schreiben wir dann gleich auch hier nochmal auf Flipchart, und wir gehen dann einmal rum. Das ist eine Methode, wo man relativ schnell einen ganz guten Überblick und Ergebnis bekommt. Es ist nicht geeignet zum Abstimmen, aber zum Sammeln ganz gut. Und ich habe mir auch noch nichts konkret überlegt, aber ich werde das jetzt tun und mitmachen. Und gucken, ob ich einen Stift habe. Dann nachher das zu priorisieren, wie es unten drauf steht, das muss man nicht machen. Das können wir dann tun, wenn wir merken, okay, wir wollen uns für etwas entscheiden. Braucht noch jemand einen Stift? Hast du die Punkte? Im Koffer sind welche. Falls wir das mit der Priorisierung noch machen wollen, dann können wir das tun. Also wenn ihr eure drei oberen gefüllt habt, guckt gerne rum, was eure Nachbarn noch so Schönes anzubieten haben. Und guckt voneinander ab. Wenn ihr jetzt nicht alle Felder voll habt, ist das nicht so schlimm. Aber und dann, wenn ihr genug gesammelt habt, sucht euch eins aus, was ihr sagt, das ist jetzt cool. Dann gehen wir einmal rum, jeder sagt eine Sache und am besten dann nicht doppelt. Das heißt, der sozusagen als Fünftes dran ist und das sein Lieblings wurde schon gesagt, darf er auch sein Zweitlieblings sagen. Und dann haben wir eine schöne Liste. Wenn wir wollen, können wir die dann auch priorisieren. Obwohl, beziehungsweise das macht auch eigentlich Sinn, sie zu priorisieren. So, dann sage ich mal, ich weiß nicht, wie pünktlich die anderen gleich fertig sind. Ich erwarte zwar von denen auch keine Pünktlichkeitswunder, aber wir werden gerne die Zettel abtippen sozusagen und über die Kommunalliste senden. Wenn ihr sie hier lasst, dann legt sie am besten gleich auf den runden Tisch da oben drauf. Dann nehmen wir die mit und damit, also einfach so als Sammlung werden wir einfach alle Themen mal auch auflisten, zu dem natürlich, was auf den Flipcharts drauf stand. Aber ansonsten gehen wir jetzt einmal rum und sagen einfach unser Top-Thema, was wir jetzt auf diesem Zettel gesehen, den wir jetzt dann zusammengesammelt haben, ist, das kann dann ein eigenes Thema sein, was man bei den ersten drei hatte, oder eins, was man später noch entdeckt hat. Einfach eins nennen und ich schreibe das dann da drauf. Fange einfach mal an. Ich habe jetzt gar nicht eins genommen, was ich zuerst auf dem Plan hatte, aber ich fand das eine super Idee, weil man sehr gut damit zusammenarbeiten kann, auch wenn es nicht besonders visionär ist, aber es ist eine schöne Sache, konstruktiv zu arbeiten. Regionalbus. Bussystem, und ich ergänze landesweites Regionalbussystem, weil wir darüber auch gesprochen hatten, und das ist eine Sache, da kann man wunderbar kommunal und auf Landesebene zusammenarbeiten, auch was die Finanzierung betrifft. Die neue Entwicklung in Baden-Württemberg, vielleicht ist sie ja interessant. Ja, ich wollte jetzt nicht zu viel davon erzählen, aber es ist halt so, S-Bahn, Landessachen und Regionalbusse sind halt Kommunalsachen, aber eigentlich erfüllen sie ja auch die Sachen wie eine S-Bahn. Und im Grunde ist das eine Leistung, die auch sozusagen interkommunal und vom Land aus geleistet werden muss, gerade wenn man daran denkt, erst in den ländlichen Regionen, wo die Regionalbusse oder auch Schnellbusse zwischen Kommunen wichtig sind, gerade mit der Ausbildungsverkehrsabgabe Finanzierung fehlt. Ich wollte jetzt gar nicht darüber diskutieren, Christian, ein Einwurf. Wir haben das ja hier noch unfreiwillig, die erst das Schienenersatz machen.
Gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt hier bei Krefeld. Könnte ein Thema für die Landschaftsverbände werden, ja. Eventuell. Was hast du dir? Ich habe gerade nichts. Frag jemand anders. Okay, dann fange ich jetzt bei Nico an. ÖPNV-Zufriedenheitsstudie, wobei man sich dann darüber unterhalten kann, ob man die bei Kunden oder vielleicht bei Nichtkunden oder vielleicht bei beiden durchführen. Alles klar? Was suchst du dir raus? Ich würde gerne die ganzen 1000 ÖPNV-Apps vereinheitlichen oder standardisieren, mit denen ich das in jeder Stadt besonders brauche. Achso, das ich möchte eine verbesserte Finanzierung zu ÖPNV haben, um dann den Bus A, Punkt 1, Regionalbussystem, sowas hatten wir in Teilen und das ist dann abgeschafft worden, weil wir 400.000 Euro sparen mussten. Da sind einfach eine verbesserte Finanzierung, um aus dem Rückwärtsgang da wieder rauszukommen. Das Stichwort war verbesserte Finanzierung. Verbesserte Finanzierung. Jo. Vereinfachte Tarife halt, um Einstiegshürden abzubauen. Das war ich würde mich dem App-Vorschlag anschließen, wenn das nicht nur ÖPNV ist, sondern eine gesamtheitliche Verkehrs-App, die halt auch Fahrrad, eigenen PKW, Carsharing, alles Mögliche beinhaltet. Also weil das ist das, was man eigentlich haben möchte. Ich schreibe es einfach trotzdem nochmal hier ab und runter. Ich würde gerne ein bezahlbares Sozialticket haben. Dienstticket statt Dienstwagen. Ich dachte, jetzt kommt was mit Radverkehr. Ich nehme mal was mir zuletzt noch eingefallen ist, was die anderen deswegen nicht abschreiben konnten. Einfluss auf Deutsche Bahn steigern. Auf Deutsche Bahn. Deutsche Bahn. Es ist übrigens so, dass über wo ich auch immer ich hinkomme, zu so vor allem kleineren Orten, wenn man den Bürgermeister trifft und so als Abgeordneter, zuerst mal kriegt man einen Vortrag, wie blöd doch die Deutsche Bahn ist. Also damit gibt es natürlich immer Querelen. Ne? Den gehört dann der Bahnhofsvorplatz oder sonst irgendwas. Oder Stationsentgelt sind so teuer. Fahrerlose Sammeltaxen als ÖPNV-Zubringer. Also Abholung vor der Haustür, das würde die Attraktivität doch etwas steigern. Ja. Meinst du Strom oder Regionalbus? Das habe ich auch bei dir abgeschrieben. Ich bin Moderator. Wenn es das Allerwichtigste ist, dann lassen wir das so stehen. Ich fand das Schnupperticket für Neubürger ziemlich gut. Ja. Das ist richtig, es sind ein paar Sachen kombinierbar. Bleiben wir dabei. Ich weiß nicht, Modellprojekt in der Kommune, aber oder grundsätzlich Zusammenarbeit mit Bürgern vor Ort. Ich glaube, am konkretesten wäre das Bikesharing, das auch viele auf dem Zettel hatten, das ich dann aus diesem Grund nochmal nenne. Jo, Gregor.
Eines würde ich ergänzen bei dieser Zufriedenheitsstudie, Bedarfsanalyse, was wir erstellen können. Da sind dann noch die Kunden, die noch keine Kunden genau dabei, ja. Und ja, generell rechtliche Umsetzung, fahrscheinloser ÖPNV, wobei das ist nachgefragt. Ich frage jetzt einfach mal, haben wir jetzt was ganz Wichtiges vergessen? Und zwar noch aufgefallen, sehr viel hat tatsächlich was mit Fahrrad noch draufstehen, also Radwege und sowas waren relativ verbreitet. Und ja, ich habe manche Dinge öfters gelesen, aber die waren dann wahrscheinlich keine Top-Sachen. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, weil es ja eigentlich kein Verkehrsthema ist, aber ich würde irgendwie die Videoüberwachung im Bus, Bahn und Bahnhof vorgehen. Ja. Argumentation für mich ist immer, die Leute haben keine Ausweichmöglichkeiten. Die meisten, die Bus fahren, müssen Bus fahren. Die können nicht einfach woanders hingehen. Wenn ich einen Kaufhof nicht mag, umgehen, dann können wir jetzt kein Bus anders gehen. Kleiner Tipp dazu, das haben wir jetzt gerade in Hattingen. Berichterstattung darüber, wie schlimm die Haltestelle ist, total versaut, total Vandalismus und Kameraüberwachung hängt da seit 15 Jahren. Völlig ach, zum Schluss. Okay. Teilweise wahrscheinlich gar nicht mehr aktiv. Ich Rückbau. Die S-Bahn-Haltestelle, oder was? Ja. Ist hier jemand aus Hattingen da? Leider Hattingen bin ich nur in Vertretung da. Hattingen ist leider ist ja noch nicht mehr jetzt. Ich schreibe das einfach da so mal mit drauf. Also die Haltestellen vor Ort unter die Lupe zu nehmen, ist generell auch eine Sache, die man abgestimmt auch tun kann und wo man praktisch auch Initiativen machen kann. Insofern habe ich es dann mal gleich mit drauf geschrieben. Christian noch? Ja, ich würde dann jetzt nochmal die Kombi-Tickets. Die Kombi-Tickets. Und damit ist der Plan ja auch voll. Wobei ich sicher noch. Okay. Wie sieht es denn drüben aus? Sitzen die schon in Riesenrunde? Nee? Dann könnten wir. Die anderen haben noch später angefangen als wir. Dann können wir eigentlich auch noch sozusagen eine Priorisierung machen. Ich. Ich habe jetzt keine Klebepunkte ausgeteilt, insofern machen wir das vielleicht einfach mal mit Strichliste. Und zwar, man könnte jetzt natürlich sagen, was ist am wichtigsten und da Punkte zu vergeben. Also man vergibt 2 oder 3 Punkte und verteilt es auf das Wichtigste, aber man könnte das Dringlichste nehmen und das, wo man sich am selber für ja, einsetzen möchte. Ich würde das ein bisschen verkürzen und sagen, vergebt, nehmt, geht jetzt gleich nach vorne, nehmt einen roten Stift, keinen blauen, nehmt einen roten Stift und vergebt 3 Striche also 3 Striche, verteilt 3 Striche auf das, wo ihr sagt, das sollten wir mal angehen zusammen. Ihr könnt 3 Striche bei einem einzigen Punkt machen, oder auch die Striche verteilen, also auf Regionalbus, verbesserte Finanzierung und Einfluss auf Deutsche Bahn. Das, die 3 Striche könnt ihr also verwenden, wie ihr möchtet. Und klar ist, dass hier so die Apps oder sowas, man kann ja auch Dinge zusammenziehen nachher. Also, ne? Und wir machen jetzt ja keine Abstimmung, sondern einfach nur mal so eine Gewichtung, um zu sehen, wo ist denn jetzt das, wo wir am besten ansetzen könnten. Und wenn ihr bereits wisst, dass ihr dort aktiv werden möchtet und auf jeden Fall da mitwirken wollt, dann schreibt doch einfach euren Namen dazu, auf die da drunter. Am besten dann nicht mit dem dicken Stift, sondern einfach drunter schreiben den Namen. Dann haben wir eigentlich eine ganz gute Übersicht, die wir so mitnehmen können. Christian hat noch eine Ergänzung dazu. Also ich finde, also mir da jetzt 3 Punkte auszusuchen, finde ich für mich persönlich jetzt ein bisschen mager. Ja, das, es kommt am Ende halt immer statistisch was ganz gut bei raus. Ja, und um diese Statistik zu verbessern, würde ich vorschlagen, dass wir das entweder online machen, weil wir jetzt nicht zu einem konkreten Ergebnis kommen müssen heute. Ja, das stimmt. Oder dass wir das nochmal vorstellen,
in, weiß ich nicht, einer Auszählpause auf dem LPT. Und dann da auch nochmal, weiß ich nicht, Zettel aufteilen, wo man dann irgendwie seine Kreuzchen setzen kann. Ich nehme jetzt noch zwei Leute dazu dran, dann machen wir mal so ein Meinungsbild dazu. Ich würde sagen, das kann man machen, aber wir sollten trotzdem das jetzt versuchen, hier zu bewerten, dann haben wir wenigstens irgendwas. Zweitens, ich würde vorschlagen, dass wir es einfach so machen, von oben nach unten mit Hand heben, du summierst die Zahlen, man kann sich beliebig oft melden, ist ja vollkommen egal. Und das geht wahrscheinlich schneller, als wenn alle 20 Leute nach vorne gehen und Striche machen. Ja, ich wäre auch mit Meinungsbild vor Ort und dann online Doodle machen. Gut. Ich nehme jetzt den letzten Vorschlag einfach auf. Dann machen wir das mit Handheben und machen am Ende, beziehungsweise das Ganze wird auf jeden Fall online gespielt. Ich bin auf der Kommunalmailingliste derzeit nicht aktiv. Ich abonniere sie im Digest und werde dazu aber dann die mal verwenden. Ich glaube, damit erreiche ich euch alle. Ne? Trotzdem vielleicht jeder 3 Punkte? Ja, genau. Jeder 3 Punkte. Das behalten wir bei. Jeder soll sich 3-mal melden. Ich kann das jetzt nicht so gut nachprüfen. Jeder soll sich 3-mal melden, also nicht komplett Approval, alles. Das gibt am Ende ein besseres Bild. Ist einfach so. Weil dann nicht das, was, weil dann die wichtigen Themen vorne stehen oder weil dann das Wichtige vorne steht, nicht das, wo man sich so auf geringstem Niveau drauf einigen kann. Ist halt einfach so. Ja, Regionalbussystem. Haben wir 4. Das kann ja auch bedeuten, dass die 4 Leute sich dann mal darum kümmern. Ne? Und so. Dann ÖPNV Zufriedenheitsstudie. Ja, Bedarfsanalyse ist ja auch noch dabei. 6. Und Bedarfsanalyse. Ja, klar darf man sich auch mit 2 Händen melden. ÖPNV-Apps standardisieren. 4. Verbesserte Finanzierung. Ich weiß, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, aber in diesem Fall 3, um sich da konkret drum zu kümmern. Vereinfachte Tarife. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gesamtverkehrs-App. Bezahlbares Sozialticket. 1, 2, 3, 4. Dienstticket statt Dienstwagen. 1, 2. Nicht allein. Nee. Einfluss auf deutsche Bahnsteiger. Als nicht als Top-Thema dabei. Heißt ja nicht, dass es nicht wichtig wäre. Fahrerlose Sammeltaxen als ÖPNV-Zubringer. Auch wenn wir das jetzt nicht sofort dieses Jahr schon umsetzen können. Schnupperticket für Neubürger. 2, 3. Es war auch, ist aber eine interessante Sache. Bikesharing. Rechtliche Umsetzung fahrscheinloser ÖPNV. 2, 3, 4. Jetzt haben die meisten keine Stimmen mehr. Gegen Videoüberwachung in Bus und Bahn. 1. Haltestellenbeurteilung und das hat als letzter dazu kam Kombi-Tickets. Gut, dann haben wir jetzt hier einfach mal so eine schöne Übersicht und gibt es an der Stelle schon jemanden, der sagt so, oh, da fange ich gerne in der nächsten Zeit schon mal mit an. Fahrerlos. Wann muss dieses Jahr angefangen werden und fährt Ich verweise darauf, dass wir, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ja gerade so einen Antrag vorbereitet haben fürs Plenum in die Richtung und da kannst du auch gleich gerne nochmal drauf gucken, beziehungsweise eine Anfangsversion ist auch online auf unseren Fraktionsseiten einsehbar und da sollten wir auf jeden Fall dran machen. Das ist was ganz anderes, ne? Da geht es um Innenstadt, das sind ganz andere Probleme. Du spezialisierst dich ja auf ein bestimmtes Gebiet an der Stelle. Ja. Deinen Namen habe ich nicht parat. Hartmut. Fahrerlose Städte wäre schön. Fahrerlose Städte? Ja, das muss man immer wieder diesen Sozialverkehr erzählen. Das war Hartmut aus Essen. Essen, ne? Ja, genau.
bezahlen, der muss zahlen, weil alle anderen nur haben müssen. So. Ja, mir fällt auf, das sind ja sowohl Landesthemen als auch Kommunalthemen. Warum, also ist ja eine Partei, warum nicht sogar nochmal offizielle Positionspapiere einbringen? Reicht ja aus, wenn man erstmal 3-4 Zeilen dazu aufschreibt, aber dann hat man es schon mal im Prozess drin und der Auftrag wäre eben, da wirklich einen Programmpunkt draus zu machen. Das sind ja keine Themen, die man von heute auf morgen umsetzen kann. Dass dann offiziell der Arbeitskreis Bauen und Verkehr und weitere Arbeitskreise, die eben auch betroffen sind, Wirtschaft, so Umwelt zum Beispiel, sich dann wirklich damit beschäftigen innerhalb des nächsten Jahres. Und ich bin davon überzeugt, dass wir es in den nächsten Wochen noch hinbekommen, zumindest mal einen Arbeitsauftrag zu formulieren und schon mal eine grundsätzlich positive Positionierung zu diesen Themen überhaupt zu erreichen und das dann eben auf dem Parteitag per Positionspapier einzureichen. Also das heißt nicht den großen Aufwand jetzt betreiben, das alles perfekt auszuarbeiten, das große Konzept, den großen Wurf haben, sondern erstmal nur 3-4 Zeilen aufschreiben und dann hat man schon mal eine Position, dass Piraten sich darum kümmern und das weiterverfolgen. Dann haben wir auf jeden Fall etwas Konkreteres, also nicht noch eine weitere Gewichtung auf den nächsten Parteitag versuchen, sondern schon in Programmarbeit einsteigen via Positionspapiere. Positionspapiere können, glaube ich, eingereicht werden bis 20. oder was? Genau. März. Also ist jetzt demnächst für den nächsten LPT. Ich verweise auch darauf, dass sich der AK Bauen und Verkehr NRW immer am 10. eines Monats im Mumble trifft und dort man natürlich auch hinkommen kann, vor allem wenn es darum geht, jetzt irgendein Positionspapier für ein LPT vorzubereiten. Gut. Sonst noch jemand, der so sich schon mal bekennen möchte an dieser Stelle? Das Neubürger-Schnupperticket werde ich auf jeden Fall versuchen, in meine Fraktion zu bringen. Ja. Das ist einfach, das kann man sofort machen, da kann man sofort mal einen Antrag zu schreiben. Das ist einfach geil. Da ich so schlecht bin mit Namen. Chris. Und Stadt war? Ja, das ist Kreis. Ennepe, Ruhrtal, ja. Genau. Bei mir wird das auch der Bundesversuchung. Sascha, gut, noch? Ja, ich werde mich mit einigen der Themen beim VRR befassen, also ohnehin schon. Ich habe demnächst, das steht jetzt hier nicht auf der Liste, ich habe demnächst eine Veranstaltung, auf der ich Freifunk vorstelle. Sehr stark eben auch für WLAN in Fahrzeugen und an Haltestellen interessieren. Ich sag mal so ein Drittel der Punkte, die da stehen, die haben die eh schon auf dem Programm. Ja. Also ich schreibe jetzt WLAN nicht mit auf, hat man eben nicht drin. Ja. Ist aber, höre ich immer mal wieder natürlich aus am Stammtischen oder sowas, dass WLAN im Bus ein Thema ist. Wir haben in NRW in Kreis Warndorf, war das, ne? Hm? Ich weiß gar nicht mal, welcher Ort das genau war. Pilot. Da haben wir jetzt sogar eine Buslinie, wo das sozusagen schon pilotmäßig umgesetzt ist, wo man ein Referenzprojekt hat, nur als war Hinweis dazu. Vor ein paar Jahren, also die waren da die ersten irgendwie. Ja. Bei uns macht das die erste Stadt. Die haben das jetzt schon. In Bussen? Ja, Stadtwerke. Okay. Also läuft anscheinend, aber das Problem dabei ist wirklich nur, dass die Leute sich halt wirklich wieder komplett anmelden müssen mit Namen und sonst irgendwie sowas und alles mitgeschrieben wird. Also das ist das einzige Problem dabei, aber es wird bei uns auch sehr gut angenommen. Also alles, der Dienstleister, der die Daten erfasst, ist auch noch alles recht interessant, sollte man am Schirm haben. Gut. In jedem Fall sind die Stadtwerke also das geht. Ja, vielleicht die Stadtwerke alleine und richtig dran. Lemgo. Kannst du gleich mal mit Heiko drüber unterhalten, der weiß doch jemand mehr. Lemgo war das. So, sage ich nochmal für den Kamera. Gut, noch jemand? Ansonsten würde ich jetzt einfach fragen, ob noch an uns hier oder an andere Fragen offen sind oder wir nochmal ein Thema hervorholen sollen, was wir jetzt tatsächlich nicht abgehandelt haben. Ich weiß, wir haben zum Beispiel nicht über E-Ticket gesprochen, wo noch was offen ist. Das wäre und ein Vorschlag gewesen, das okay. Dämliche Ticket online irgendwie wegzukriegen. Dann Christian, wolltest du dazu was sagen? Weil das, ich weiß nicht, inwiefern ihr euch in der Mittagspause darüber unterhalten habt, aber ich hatte ja angekündigt, dass ich dafür zur Verfügung stehe zum Thema Semesterticket. Also das geht ja mit dem E-Ticket-Thema auch so ein bisschen einher, oder? Nicht unbedingt.
Ja, es gibt da Überschneidungen, aber. Ja, man fällt lassen das. Okay. Mir ist das egal. Also, zum, zum Semesterticket, nur damit alle wissen, wir haben ja jetzt auch einen Antrag fürs Plenum vorbereitet, weil halt das habe ich ja eben erzählt, weil das Semesterticket gerade im VR-Bereich gerade schwierige Zeiten durchmacht, sagen wir es so, und dort Verträge gekündigt wurden und Verträge vorgelegt wurden mit deutlichen Preissteigerungen. Die Universitäten halt Urabstimmung machen, ob sie das Semesterticket in der Form annehmen wollen. Und wollen wir also im Landtag darauf aufmerksam machen, dass das kein Thema zwischen VR und Asten ist, wie es also von der Politik durchweg behauptet wird. In der VR, beziehungsweise Herr Castrillo, der da dafür verantwortlich ist, schiebt natürlich die Sache auf die Politik weiter. Aber die Politik sagt, nee, das ist Sache fürs VRs. Wir möchten, dass also sich die Abgeordneten und Fraktionen im Landtag damit beschäftigen müssen, weil sie haben das Semesterticket in den 90er Jahren ja auch mit eingeführt. Also es gab dazu da Debatten im Landtag und es gab auch einen Erlass, der dazu geführt hat, dass das Semesterticket also dann eingeführt wurde. Und das ist unser Anliegen, uns natürlich auch auf aufmerksam zu machen. Und für Christians Position gebe ich jetzt an ihn weiter. Ich wollte zunächst mal nur eine Sache da kurz korrigieren. Weil häufig der Eindruck entsteht, als könnte der Castrillo oder wer auch immer vom Vorstand da irgendwie erzählen, was er wollte. Die werden sehr häufig zurückgepfiffen, weil dort Dinge kommuniziert werden, die noch gar nicht durch die Gremien durch sind. Und da sind die Gremien gegen eine Preiserhöhung? Bitte? Sind die Gremien denn gegen eine Preiserhöhung? Nein, aber zum Beispiel eben, dass er bei einer Versammlung dann eben auch nicht ausschließen wollte, oder weil er die Kostensteigerung nicht deckeln wollte. Das kann er dann. Das obliegt ihm nicht. Ja, diese Entscheidung, so, und das von ihm zu verlangen, da in so einer Sitzung, funktioniert einfach. So, und deswegen. Danach bitte einfach nur die Ebenen beachten. Das ist eben ein bisschen komplexer. Und in dem Augenblick, in dem er sich tatsächlich zu weit aus dem Fenster lehnt, kriegt er von der anderen Seite auch was auf den Deckel. Und das ist halt von uns im Landtag. Also ne, Christian sitzt für uns im VR-Gremium im entsprechenden. Und das ist von uns im Landtag eben genau die Sache, wo wir was durchbrechen wollen. Weil momentan ist niemand verantwortlich. Weil tatsächlich das Ministerium es auf, nicht Castrillo als Person, aber ne, auf die Ebene schiebt, die Verantwortung. Aber da liegt sie ja gar nicht, sondern die liegt wieder bei politischen Gremien im VR, die wiederum beeinflusst von den Kommunen. Die Kommunen sagen, wir können nicht anders, das Land gibt uns ja irgendwie, also das Land ist ja dafür verantwortlich, dass wir irgendwoher Geld kriegen müssen, wie sollen wir es machen, außer Ticketpreiserhöhung und sonst was. Und dann beißt sich die Katze in den Schwanz, niemand ist verantwortlich. Das ist die Sache, womit wir ein Problem haben. Ich will jetzt nicht im Einzelnen um den Antrag sprechen, weil den haben die meisten ja auch nicht gelesen. Wir haben jetzt ja, ich habe jetzt danach jetzt keinen Slot mehr. Ich bin aber noch ein bisschen da, dann können wir dann noch mal auch drüber sprechen. E-Ticket, vielleicht habe ich auch nicht einen ganz aktuellen Stand im VR, aber das sollte ja, also das, was wir jetzt haben, diese Plastikkarte, ist ja noch nicht das endgültige E-Ticket, sondern im Endeffekt möchte man darauf hinaus, dass man streckenbezogene Tarife hat und es sozusagen flächendeckend einführen. Natürlich ist der VR an der Stelle Vorreiter, weil im Grunde der VR was vormachen muss, damit die anderen Verbünde in NRW das dann nachmachen. Wir haben in Münster schon ein Projekt gehabt mit einer Variante des E-Tickets, wo es zum Beispiel auch Prepaid-Tickets gab. Das ist insofern interessant für Piraten, weil Prepaid-Tickets keine
also sind dann anonym und da muss man also auch nicht wie beim Prepaid-Handy dann noch einen Vertrag ausfüllen, sondern die Wand hat, konnte man tatsächlich so kaufen und hatte dann halt ein Guthaben, was man abfahren konnte. Und das ist an sich als Lösung ganz praktikabel. Die Einführung im VR gestaltet sich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, durchaus schwierig. Also da sind einige Hürden zu nehmen. Ich glaube, man hat sich das etwas einfacher vorgestellt. Wenn wir darüber sprechen unter Piraten, dann haben wir natürlich meistens ein Problem damit, wenn halt wirklich Bewegungsprofile erstellt werden müssen eigentlich, damit das funktioniert. Noch nicht gemacht. Sprechen tun wir darüber. Wer von euch hat mal Ticket Online ausprobiert? Ich habe das schon mal benutzt. Okay. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, hätte ich das gerne ersatzlos gestrichen, damit Platz gemacht wird für irgendwas Neues. Das ist das Schlechteste, was ich jemals ausprobiert habe. Irgendwie bezahlen möglich werden. Es bietet wirklich alle Nachteile, die man von irgendwie Handy verlieren, Datenproblemen auf dem Handy, SIM geht gerade nicht. Also man ist immer sozusagen reif für, du hast kein Ticket, du musst irgendwie 60 Euro zahlen. Aber es bietet null Vorteile, weil es im Prinzip so ist wie ein normales Ticket. Und ich hätte es gerne einfach weg, weil auch das gesamte Risiko auf die Käufer abgewälzt wird. Es gibt null Risiko für die Verkehrsunternehmen. Das heißt, egal was passiert, wenn irgendwas schief geht, ist man selber dran. Wie das mit dem streckenbezogenen Ticket auf dem Smartphone funktioniert, wenn der Akku leer ist, hatte man mir auch noch keine Lösung für erklären können. Christian? Das halte ich also auch für einen sehr validen Punkt, auch dann, wenn man sich um seine Daten selbst nicht so Gedanken macht. Es ist auch nicht ganz so, dass also diese tatsächlich operativen Risiken werden natürlich auf den Kunden abgewälzt, das ist schlecht. Das Risiko, was der Verkehrsverbund oder die Verkehrsunternehmen natürlich tragen, ist das Finanzielle. Das heißt also, die können schlechter kalkulieren, weil sie nicht wissen, was da rumkommt, genauso wie bei Einzeltickets letztendlich auch. Wenn man Dinge irgendwo im Abo abschließt oder über einen großflächigeren Vertrag, dann wissen die, womit sie kalkulieren können. Das ist das unternehmerische oder das kaufmännische Risiko, das dann da eben auch der Seite liegt. Ich meine jetzt auch die spezielle Ausprägung des jetzigen Ticket Online. Ich verstehe, was du meinst. Ich wollte nur nochmal sagen, wo, an welcher Stelle doch ein Risiko bei den Verkehrsunternehmen. Ja. In den Mitte, Ende der 90er Jahre hat es ja schon mal einen E-Ticket-Versuch im Raum Bonn gegeben, an dem ich damals teilgenommen habe, weil die dann bei ihren AGBs ein paar Sachen nicht berücksichtigt hatten, die dazu führten, dass ich relativ kostengünstig fahren konnte. Das Ding ist dann irgendwann, das war als Pilotprojekt für den VHS gedacht, ist dann irgendwann sang- und klanglos eingestampft worden und der Abschlussbericht, den man da versprochen hat, habe ich zwar angefordert, aber nie bekommen. Ich wollte es einfach nur erwähnen, dass das so ist, dass man da eventuell mal nachfragen könnte, ob es so einen Abschlussbericht tatsächlich gibt und ob man den bekommen kann und auswerten kann. Einschließlich der Gründe, warum sie es nicht gemacht haben. Ich kann mich daran erinnern, dass die Basisidee hatten, man hat so eine Karte in der Tasche und ein RFID-Chip und geht in den öffentlichen Verkehr rein und raus. Und dann da, wo Stempelautomaten sind, RFID-Lesegeräte, und das hat überhaupt nicht funktioniert, selbst oft genug, selbst wenn man die Karten dicht davor gehalten hat, reingesteckt hat oder sowas, hat es nicht funktioniert. Warum, kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass ich das immer wieder beobachtet habe. Ich wollte mal fragen zu den Ausprägungen. Sind die von diesen E-Tickets, sind die alle mit Einbuch und Ausbuch oder gibt es auch welche von den ganz pointierten Sorten, wo man im Prinzip nur einmal eine Bezahlvorgang hat beim Einsteigen oder beim Karte kaufen? Das gibt es in Deutschland wahrscheinlich nirgends, dass du ein Tarifsystem hast, wo alles quasi nur 1,50 kostet und machst einmal piep, sondern es geht immer beim Einsteigen und beim Aussteigen, oder? Alles andere funktioniert. Also wenn man streckenbezogen machen möchte, muss man das ja eigentlich so schätzen, wobei ich jetzt nicht den Überblick habe, ob das irgendwo in Deutschland anders gibt, weiß ich nicht. Gibt es auch welche, wo ich sozusagen auf mein E-Ticket sowohl ein Monatsticket buchen kann, als auch das zusätzlich dazu benutzen, um zum Beispiel außerhalb meines Monatsticketsbereichs
zu bezahlen oder ist das halt im Prinzip nur für Einzelfahrten gedacht? Das ist ja sozusagen das Ziel der Verkehrsbetriebe. Du hast eine Karte und hast alles drauf. Dann gibt es auch noch sozusagen diese Bestabrechnung, genau. dass du sagen kannst, okay, ich habe so ein, gibt es ja bei manchen Mobilfunkanbietern auch, ich habe so einen Höchstbetrag, also praktisch so ein Abo, aber wenn es billiger gewesen wäre, ich hätte streckenbezogen bezahlt, dann wird streckenbezogen abgerechnet, das ist sozusagen Anreiz dafür, sich doch ein Abo zu holen, auch wenn man noch nicht weiß, ob sich das für einen rechnet, weil es hat ja für einen kein Risiko, also man senkt die Einstiegshürden, was die Idee ist ja erstmal gut, Einstiegshürden zu senken, aber du musst natürlich trotzdem dafür erfassen, selbst wenn am Ende Abo abgerechnet wird, hast du ja trotzdem Erfassung, Christian. Zwei Sachen, zum einen eben, was die Studie aus der, Studien aus der Vergangenheit angeht, da müssen wir eben auch sagen, die Nutzungsgewohnheiten der Menschen, die haben sich natürlich in weiten Teilen der Bevölkerung ja doch erheblich geändert, was das Mitführen von Smartphones und Ähnlichem angeht. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern das noch sinnvoll auszuwerten und auf die heutigen Verhältnisse zu übertragen ist. Das müssen wir einfach gucken, auf wie lange das schon her ist. Das andere ist, der Herr Castillo kommt aus dem Mobilfunkbereich. Das heißt, er hat einen ganz eigenen Zugang dazu. Das ist derjenige, der beim VRR für die, im Vorstand oder für die Tarife zuständig ist. Und deswegen geht der da sehr gerne ran. Jetzt wissen wir natürlich, wie beliebt Mobilfunkunternehmen sind und wie übersichtlich da die Tarifsituation ist. Und wie gerne, wie gerne auf der anderen Seite dann tatsächlich die Leute sich irgendwelche Kombi-Angebote holen, sich den Vertrag in die Schublade stecken, um dann nur das Gerät zu haben und solche Sachen. Und mit genau diesen ganzen Effekten werden wir da letztendlich auch rechnen können, wenn das tatsächlich so wird. Wie man sich das irgendwie vorstellen kann. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass es in Teilen der Politik eben auch das Bestreben gibt, das Ganze zu vereinfachen, das ganze Tarifsystem. Stattdessen wird es im Augenblick eher verkompliziert. Ist unser Top-Thema. Wobei das eben schwierig ist, insbesondere eben in Verkehrsverbünden, die eben so heterogen sind, denn also vorhin kam schon mal rum, dass der VRR irgendwie nur so ein Ballungsgebiet irgendwie umfassen würde. Das ist ja durchaus nicht der Fall, wenn man sich das anguckt, dass die ganze Niederrhein-Schiene damit zugehört. Das ist schon sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt und deswegen sind dieser Vereinfachung also tatsächlich auch so ein paar Grenzen gesetzt. Und da hilft unter Umständen natürlich tatsächlich ein E-Ticket weiter. Also weil man sich da weniger Sorgen darum machen muss, ob man jetzt das richtige Ticket hat. Ja, einfach mal dieses Szenario vorhin, dass man eben gesagt hat, okay, ich fahre gar nicht erst, weil ich Angst habe, schwarz zu fahren. Das kann mit sowas natürlich rausfallen. Auf der anderen Seite habe ich dann natürlich einmalig eine große Hürde, weil ich einmal überhaupt darauf kommen muss, dass es sowas wie dieses Ticket überhaupt gibt. Ich muss wissen, wie es funktioniert. Ich muss, ja, das, muss das erstmal benutzen können. Und die vorhin aufgeführten Schwierigkeiten hinsichtlich Datenschutz, Nachverfolgbarkeit und so weiter, die da alle mit dranhängen, die sind dadurch natürlich erstmal nicht gelöst. Also das heißt, diese Dinge muss man, glaube ich, irgendwie getrennt voneinander betrachten. Ich glaube, das von alleine weg geht das nicht. Und da muss man sich schon ziemlich für anstrengen, weil der Trend eher dahin geht als davon weg. Das sieht man auch im Zusammenhang mit der Frage der Studierendenausweise und der Frage, ob man darin die Fahrkarte direkt integrieren sollte. Also nicht, also auch auf technische Art und Weise, sodass der Chip, diese RFID-Technik beispielsweise, ist in allermeisten Verkehrsmitteln ohnehin bereits vorhanden. Ob man die dann also dort in den stehenden Ausweisen mit unterbringen sollte. Was teilweise nicht ganz einfach ist, weil die sich teilweise eben auch von jemandem örtlichen Sparkassen sponsern lassen und die ein anderes System einsetzen und man keine zwei Chips auf der gleichen Karte unterbringen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Aber die wollen eben eher weggehen von diesen Karten und das dann eher mehr auf die Telefone verlagern, weil das eben etwas ist, von dem sie wissen, dass die meisten Studierenden das auch tatsächlich dabei haben.
Und dann lagert man die Hardware nämlich an den Nutzer aus. Bist du für die Hardware verantwortlich? Ja, man ist spät abends unterwegs und der Akku ist leer. Ja, doof. Ja. Ich habe jetzt nochmal Hartmut und dann Gregor. Ich hatte noch eine Zusatzidee gehabt, die mache ich gleich. Grundsätzlich sollten wir uns auf das stürzen, wofür wir als Partei besser bekannt sind. Also auf das, was irgendwie mit zum Beispiel Apps zu tun hat, oder also dass wir einfach glaubwürdig sind. Und ich glaube auch, dass wir in diesem Bereich unseren Wählern besser helfen können, weil wir da tatsächlich viel Kompetenz haben und auch eine sehr gute Einstellung zum Datenschutz. Also deswegen sollten wir sozusagen versuchen, immer zumindest in der Öffentlichkeit von dieser Seite aus zu argumentieren, zu sagen, okay, ist eine super Sache, aber das muss die und die Anforderungen erfüllen. Und damit können wir aber auch vieles erreichen, zum Beispiel vereinfachte Tarife. Dann habe ich noch einen zweiten Punkt, der mir eben gekommen ist. Ich habe das tatsächlich von Nicht-ÖPNV-Nutzern sehr häufig gehört, dieses Argument, dass sie Angst haben vor aus Versehen Schwarzfahren. Gibt es irgendwo schon sowas, in irgendeiner Kommune sowas wie ein Freiticket Schwarzfahren, also dass man sozusagen prepaid von dem erhöhten Beförderungstarif mit sich führt und dafür der Anzeige entgeht? Aber 60 Euro, oder? Ja, muss immer einen Brief zum Schlagen mit 60 Euro dabei. Ja. Aber darüber könnte man sogar einen ticketlosen Nahverkehr machen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden, ist ja statistisch relativ gleich verteilt. Und dann hätte man einfach nur seinen Freifahrtschein, also sein Ticket für ich bin schwarz gefahren, mit dabei und würde das einfach bezahlen sozusagen. Dann bräuchte man eigentlich gar keine Tickets mehr. Das ist nur eine spinnerte Idee jetzt gerade. Gut, Gregor. Gab es jetzt auch ein neues Urteil dazu, dass das nicht entbindet von der Leistungserschleichung? Ja, wenn man das vorher schon bezahlt hat, dann ist es ja nicht erschlichen. Gregor meint, glaube ich, die Versicherung, die es gibt. Nee. Da gab es jetzt ein Urteil in München am 3.3. Das ist eine Versicherung gegen Knöllchen. Du wolltest noch was anderes? Ich wollte noch was anderes sagen zu diesem E-Ticketing. Also ja, es ist dazu da, Zugangshürden zu senken. Da spreche ich dem auch gar nicht ab. Das macht es auch ganz gut. Aber andererseits, da wo ich diese Zugangshürden senke, verschleiere ich auch diese Zugangshürden, die ich ja durch diverse Tarifmaßnahmen geschaffen habe. Und ich als Kunde ärgere mich Ich als Kunde werde ja nicht dadurch entbunden von dem Preis wissen, das ich haben muss. Also wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, ist ja schön, dass ich dahin fahren kann, aber ich muss trotzdem wissen, was kostet mich das am Ende, sonst erschlägt mich ja am Ende des Monats die Rechnung, was dann wiederum dazu führt, dass ich den ÖPNV viel weniger nutze, weil ich ja das Auto vor der Tür habe und da kostet mich ja gar nichts. Also deswegen, das bitte auch beachten bei diesem E-Ticketing, dass es auch eine Gefahr birgt. Also ist Kilometer genau. Christian? Ganz kurz zur Erschleichung. Ich meine, das gab es ja auch schon, die Leute, die dann mit dem T-Shirt durch die Gegend wo dann eben drauf stand, ich fahre schwarz und das ist ja jetzt kein Erschleichen, steht ja drauf. Ne? So funktioniert es dann leider nicht. Das andere, was. Ich glaube, ich habe schon vergessen. Okay. Eine Bitte an dich, Hartmut, formulier doch am Ende deines Statements gleich noch irgendwas, was ich kurz hier dran schreibe, als Fazit oder beziehungsweise als Aufgabe für uns, was wir mitnehmen. Auch wenn es jetzt schwierig ist. Für welchen Aspekt? Für den Bereich E-Ticket generell. Okay. Also es sei denn, wir sagen, okay, wir haben darüber diskutiert und behalten es im Hinterkopf, aber wenn wir es aufschreiben wollen, können wir das ja tun. Ja, aber zu der direkte Antwort zu der zum Tarifdschungel und Vereinheitlichung und so weiter. Gerade mit E-Ticket könnte man die Tarifstruktur, das, was man zahlen muss, im Einzelfall sehr viel transparenter machen. Weil man tatsächlich ja seine Strecke abgefahren ist, das wird dann abgebucht, aber man könnte das dann auch sogar pseudonymisiert abrufen, was einen dieser Tag zum Beispiel gerade gekostet hat, um Gefühl dafür zu bekommen. Dasselbe fordere ich bitte auch für Autos. Jeder soll bitte so ein Taxometer genau, haben. Das macht die Deutsche Bahn, macht das mittlerweile relativ erzwungenermaßen und widerwillig, aber sie haben das online, was sozusagen an Umweltschäden hinterlassen wird. Man kann sich auch freikaufen und so weiter. Das macht die Deutsche Bahn sehr schön. Das könnte man im E-Ticket genauso machen und das gegenüberstellen. Sogar mit Auswahl von Fahrzeugmodellen und so weiter. Das wäre gar kein Problem. ADFC würde einem da sofort helfen.
Ich nehme dich noch dran und dann machen wir mit dem Zusammenhang E-Ticket vereinfachte Tarife. Ich glaube wirklich, dass da einiges passieren wird. Also nur so als Beispiel Aachen, die haben keine große Gegend und da gibt es halt nicht, dass wir in verschiedene Tarifsysteme müssen. Aber es gibt halt irgendwie mit Museumstarife und Tarif, wo irgendwie der Tiergarten drin ist und irgendwie ein Dreitagesticket und ein Touristenticket und was weiß ich was. Das ist ein ganzen Bullshit, könntest du halt fallen, müsstest du sowieso fallen lassen, wenn du ein E-Ticket-System machst, wo du dich halt wieder auf das eigentliche ÖPNV-Fahren beschränkst. Und das wäre wahrscheinlich sehr hilfreich, weil du kriegst halt diese toten Tickets, die kaum einer kauft, kriegst du halt einfach nicht abgeschafft. Das ist eine Katastrophe, ich habe es schon versucht, es will keiner anfassen. Ich glaube, Gregors Einwurf war vor allem mit dem E-Ticket. Kann es sein, dass das gar nicht besser wird, sondern schlimmer und wir schlicht einfach nur gar nicht mehr wissen, was für Tarife gerade fahren. Weil du musst mit dem E-Ticket musst du dich halt auf das ÖPNV fahren. Das kannst du halt nebst an der Kasse vom Museumsfort zeigen und im Parkhaus, da könnt ihr diese ganze Vermischung nicht mehr machen. Christian. Der Ticket-Dschungel, der wird schlimmer. Wir merken, dass es sollte demnächst wahrscheinlich ein Seniorenticket NRW geben. Da wird der Bedarf auf 500 bis 1000 Stück geschätzt, wo dann auch schon mal gefragt wurde, ob die denn gedruckt werden oder ob die per Hand gemalt werden. Das ist dann schon also einigermaßen schwierig. Dann gibt es die Schwierigkeit, dass teilweise die Städte Dinge selbst machen, die dann also auch nicht auf den gesamten Verkehrsverbund umgelegt werden. Oh Gott. Ja, Essen ist da ganz groß. Mit so einem Weihnachtsmarktticket, wo du im Endeffekt das Ticket geschenkt bekommst, also du kannst dich einmal besorgen und dann wieder nach Hause fahren. Also es ist wirklich ganz schwierig. Also diesen Dschungel, da müssen wir ein bisschen aufräumen. Und in dem Zusammenhang kann ich sowieso nur jedem empfehlen, sich einfach mal bei einer Uni einzuschreiben. Das ist am günstigsten für alle. Noch? Ja. Immer. Es bleibt auch ja günstig. Gut. Wie viel könnte das Sozialticket durch das Senioren-Ticket abgelöst werden? Hast du da was? Das ist ein NRW-weites Ticket, das ist dort verwandelt. Hartmut, soll ich noch was aufschreiben zum E-Ticket? Gleich. Ja. Die Chancen nutzen, also gerade weil E-Ticket ja irgendwo gespeichert wird, also das, was man hat, kann pseudonymisiert gespeichert werden, sodass man die Tarife auch wieder abrufen kann. Also kann ich pseudonymisiert schreiben. Die Vorteile nutzen einfach. Für diejenigen, die es interessiert, die ganze E-Ticket und App-Strategie und das alles, was mit den Tarifen zu tun hat, kann ich bei Gelegenheit mal einreichen. Da gibt es schon einiges an Vorschlägen, dann wisst ihr jedenfalls, in welche Richtung es da gehen soll. Dann müssen wir also nicht unbedingt uns mit den Sachen befassen, die es jetzt im Augenblick gibt, sondern bis wir fertig sind. Dann würde ich jetzt gerne nochmal Harald. Ticket online abschaffen, nicht online. Ach so. Du meinst das eine System? Genau, das ist der Unterschied zwischen Ticket 2000 und 2000 Tickets. Das eine System. Ja, ich habe es richtig gemeint, aber falsch geschrieben. Ich würde gerne Harald jetzt nochmal mit einem anderen Thema dran nehmen, weil er sich eben noch gemeldet hat, ja, dass wir noch was offen hatten. Und dann 2009, 2010 wurde auch von Düsseldorfer Seite her der sogenannte Rote Punkt Hintergrund war, dass Leute, die zum Beispiel Ticket 1000 oder Ticket 2000 hatten, nach 19 Uhr einen Erwachsenen mitnehmen durften und so weiter und so weiter. Und man hat dann den roten Punkt erfolgreich in Düsseldorf eingeführt. Das wollten wir dann auch hier in Essen machen, aber das ist ausgegangen wie der Tornberger Schießen. Also keiner wollte den roten Punkt ans Revier helfen. Dieser rote Punkt signalisierte nur eigentlich
ich habe noch einen Platz frei nach 19 Uhr, kann ich hier jemanden mitnehmen auf meinem Ticket und dann kann er mit mir mitfahren. Ja, unter dem Motto, ich nehme dich mit, wollten wir das dann auch hier in Essen und Duisburg, Mülheim, Bochum, Dortmund einführen. Krefeld auch. Krefeld gab es einen Teilnehmer. Ja. Einen? Ja, soweit. So weit also alle Frauen haben gegangen. Gesagt, nee, mache ich nicht, ich will die ja nicht blöd angequatscht werden. Tja. Zum Beleid war so. Ja, ja, sicherlich, ja. Nur wäre das nicht eine Initiative, zu sagen, okay, als Partei das wieder mal nach vorne zu bringen oder so. Ja, es gab jetzt irgendwie in Jena oder so, gab es irgendwie so einen Kerl, der Taschen in die Bahn gehängt hat, abgelaufene Fahrscheine, die ja noch gültig sind, weil sie maximal 90 Minuten nutzbar sind, dass die da hingetan werden können und jemand anders kann sie rausnehmen. Ne? Aber die haben die Verkehrsunternehmen das, haben das nicht lustig gefunden, weil das irgendwie Beförderungserschleichung ist, weil das ist nur personenbezogen, dieses Ticket. Dieser Mitnahmeeffekt, das werden die, glaube ich, genauso bewerten. Die wundern es eigentlich, dass die Düsseldorfer da so freizügig damit umgegangen sind, weil eigentlich gehen denen ja Einnahmen verloren. Also das, ich weiß nicht, ob der VRR sich da... Das ist allerdings natürlich eine unterschiedliche Sache. Genau, bei dem einen Ding tust du ein Ticket, wenn du es benutzt hast, in so eine Tasche, Richtung sowieso, und jemand, der kommt und in die Bahn einsteigt, nimmt es aus dieser Tasche in den U-Bahnhof oder so raus. Der rote Punkt ist der Mitnahme. Ist ja schon uralt, die Idee. Also die gibt es schon länger. Jetzt komme ich aus Düsseldorf und kenne das Prinzip. Ich kenne nur viele Leute, die den Punkt so hässlich finden, dass sie immer fragen kann, können wir nicht was anderes machen als Rotpunkt. Aber bei uns in Düsseldorf, und das wäre jetzt mein Hinweis für alle, die es machen wollen, bei uns in Düsseldorf wird das vornehmlich, gut auch durch Parteien, die verteilen die auch, vornehmlich auch durch zum Beispiel katholische Arbeitnehmerbewegung oder sowas, also KAB oder durch irgendwelche so eher christliche Initiativen, Sozialverbände und sowas mitgetragen. Und die haben einfach, wenn die irgendwo einen Stand haben oder wenn die irgendwo eine Veranstaltung haben, da ist halt immer so ein kleines Körbchen mit so diesen roten Punkt-Buttons, die ja auch nicht wirklich viel kosten, steht da rum. Dann kann man sich noch so Visitenkarten, große Kärtchen mitnehmen, wo drauf steht, was das für einen Sinn hat, und das so mit verbreiten. Das ist natürlich eine Idee, die kann man natürlich aufnehmen und einfach machen. Da muss man gar nicht groß jetzt einen Aufwand betreiben. Dann braucht man auch erstmal, das kann man auch machen, erstmal ohne, ganz ohne Presse, einfach mal gucken, wie es ankommt und das erklären. Auch so als Appetizer am Stand oder am Infostand oder wenn man eine Veranstaltung oder so hat. In Wuppertal habe ich das auch gesehen, als ich mal zu einer ÖPNV-Veranstaltung war, dass sie das da so, also dieses Körbchen da stehen haben. Lässt sich auf jeden Fall einfach machen. So, jetzt nehme ich noch euch mal nacheinander dran. Die rechtliche Regelung fürs Mitnehmen ist die, dass man, bevor man einen Fuß in die Bahn gesetzt hat, sich zu zweit geeinigt haben muss. Alles andere darf man laut Beförderungsbedingungen nicht. Dann geht das mit dem Mitnehmen nicht mehr, wenn man es erst innerhalb der Bahn verabredet. Ja. So, das wundert mich jetzt gerade so ein bisschen, denn ich habe es mal eruiert und nachgelesen. Ja, ich habe schon mal einen Fahrer dann zur Nachschulung geschickt über sein Verkehrsunternehmen, weil er das so anwenden wollte, bis hin dazu, dass er, ich habe gesagt, okay, dann steige ich ihm jetzt nochmal ein, steige vorne aus und steige ihm vorne wieder ein, und er hat mir gedroht, die Tür nicht mehr zu öffnen. Das geht ja natürlich nicht. Ja, aber genau darauf läuft es ja hinaus. Ne? Also dann steigen wir eben zusammen ein. Ist Quatsch. Ja, gut, ich wollte nur ganz kurz sagen, dass diese Dinge einfach nicht signifikant sind. Ja. Ja, also wir können uns gerne über solche Sachen unterhalten, aber aus VRR-Sicht spielt das alles überhaupt keine Rolle. Das ist wie Freifunk im Grunde. Internet-Sharing wollen die Konzerne auch nicht, aber im Moment, ich meine, es ist laut AGB auch nicht erlaubt. Das kommt auf den Freifunk, aber das ist ein anderes Slot. Okay, ich glaube, wir sollten auch mal rübergehen, gucken, was die anderen machen. Und würde glatt sagen, wir sind ja noch ein bisschen hier, einfach glatt sagen, wir
schließen an der Stelle. Ich bedanke mich recht herzlich für das ausdauernde und konzentrierte Teilnehmen an dieser Veranstaltung und kündige an, dass ich auf ähnlichen Veranstaltungen auch nochmal da bin. Vielleicht bringen wir ein anderes Thema mit. Und wenn ihr was habt und mich einlädt, komme ich auch gerne, sobald ich das irgendwie einrichten kann. Danke euch. Und danke auch euch hier, Gregor und Carsten, fürs